So, ja. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen wieder zurück bei GTA RP. Heute wieder Homestate, wie ihr seht. Ja, Ember war heute noch mal kurz wach gewesen. Ich habe heute noch mal eine andere Trainingsstrecke ausprobiert. Und ich muss sagen, ja, man hat sich da echt viel bei gedacht. Gefällt mir wirklich gut. Also, ich bin heute um den Stadtpark gelaufen. Ich sag mal, das war okay. Also, ich bin ganz ehrlich, ich finde die Strecke um den Dings finde ich persönlich besser. Um den Mirror Park See. Finde ich persönlich tatsächlich besser. So, ich glaube, ich werde heute die Tasche gar nicht brauchen. Ich werde sie mal hier reintun. Wird jetzt nicht, ne? Ich kann das ja mitnehmen, was ich habe. Und dann wollen wir mal gucken, was heute so gibt. Erstmal wieder das Obligatorische. Und zwar ja, wieder diese Postings. Wochenmenü, der Dreizack. Imperials. Ah. Scampi-Spieß, einmal Salzkartoffeln, Zimtgetränke nach Wahl, einmal Hirnfrost nach Wahl. Oh ja, das ist Hirnfrost war echt gar nicht so, also war echt nicht schlecht. Ich war erst davon ausgegangen, dass das irgendwie sowas, ja, na, drogenmäßiges ist, aber nein. Das ist halt so halt wie Hirnfrost halt, ne? Wenn dein Kopf also quasi sich alles sich oben zusammenzieht und du, ne? So war das gedacht. Ich finde diese Idee, finde ich einfach mega gut. Oh, der Supermarkt hat auf. Oh, perfekt. Dann kann ich da gleich nochmal hin und mir noch ein paar Sachen holen. Das ist ja super. Dann fahre ich da erst noch hin, bevor ich gleich zur Arbeit fahre. Oh, super. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Freue ich mich. Weasel News. Die habe ich mir heute schon mal durchgelesen. Die Geschichte Kabelbinder. Echt wieder so packend. Und hier diese, die Sache mit dem Staudamm habe ich mir heute auch angeschaut. Es ging mir echt ganz schön unter die Haut. Unbekannter Anruf von. Das kenne ich nicht. Ach nee, ach. Ja, doch, das war Dingsbums. Und das hier, das ist das Zivilamt. Okay, ja gut. Dann schnappe ich mir doch noch mal lieber meine Tasche. nehme die mit. Weil dann kann ich noch ein paar Sachen reinpacken. Zum Essen. Weil ich kann mich ja nicht nur von Dings ernähren, von Fisch, der morgen und die nächsten Tage sowieso abläuft. Dann kaufe ich mir lieber noch ein paar Sachen. Muss ich mal gerade gucken. Was kann Amber denn eigentlich aktuell kochen? Okay, ich würde sagen. Rührei? Für Rührei? Für Omelette? Gegenstände, gegrillte Karpfen, Wasser, gegrillte Forelle. Ach so. Das ist, also auf der linken Seite ist das, was ich habe, was ich aktuell in meiner Tasche habe. Und rechts ist, sind das die Rezepte. Gegrillter Mais. Der Büffelsteak ist, glaube ich, ganz schön teuer. Schweinesteak, Hühnchenbrust. Ja. Hühnchenbrust kann ich mir besorgen, glaube ich. Dann hier Rührei, Omelette. Ja, das kann ich mir besorgen. So ein paar Kleinigkeiten halt. Das, was ich halt schon kochen kann. So mit meinen rudimentären Kochfähigkeiten hier aktuell noch. Ja, aber perfekt. Das ist ja mega gut. So. Einmal
Dilettante ausgeparkt. So, dann fahre ich mal gleich zum Supermarkt. Ein Glück wohne ich ja nicht allzu weit weg. Huhuhuhu. Dann kann ich das noch gleich hier rüberbringen, ne? In meine Wohnung oder mein Haus. Und dann bin ich erstmal versorgt. Ich muss erstmal wenden. Ich kann von da aus nicht rüberfahren. Ich darf es zumindest nicht. Aber ich habe schon eine Idee. Abbiegen darf ich ja. Aber rein theoretisch. So. Ich habe einfach viel zu viel Fisch, dass ich das kann ich alles gar nicht auf die Menge komplett verbrauchen. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert einfach gar nicht. Ja. So. Dann wollen wir mal. Microphone activated. Oi, also ich brauche Hühnerbrust, ein bisschen Eier, Schnittlauch, Olivenöl. Hallo. Hi. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte ein paar Sachen zum Kochen. Zum einen eine also gewürzte Hühnerbrust. Ja, So wie oft möchtest du die haben? dreimal. Ja. Und dann für Omelett und für Rührei ein Ja. paar Sachen. Okay, gar kein Problem. Dann musst du mir auch erzählen, wie oft du das die Sachen mit haben möchtest. Also für wie viel Für Rezepte? Rührei und für Omelett, ja, auch nochmal so für drei. Das reicht. Bin gerade frisch in meine Wohnung oder mein Haus eingezogen und möchte jetzt erstmal Den ein Herd bisschen auch. anheizen. Ja, richtig. Okay, klar, das kriegen wir hin. Perfekt. Wenn du Rührei und Omelette machst, kriegst du da gute zwei Portionen raus, wenn ich dir das jetzt einmal zusammenstelle. Ist aber tatsächlich nur eine kleine Portion. Ja. Na? Okay, ja. Dementsprechend soll ich dir beide Rezepte je dreimal mitgeben, dann bist du bei jeweils sechs Portionen Ja, das kriege ich hin. plus dreimal das Huhn. Ja, Ja, das okay, passt ja. gut. Gut, packe ich dir zusammen, gib's auch mal. Dankeschön. Packe ich erstmal meinen Rucksack rein. Kann sie mir erst in die Hand drücken. So, dann haben wir schon. Dann kriegst du einmal von mir eine Rechnung über $42. Einmal das Kärtchen auflegen mit Grün bestätigen. So. Das sieht gut aus. Perfekt, Dankeschön. Und dann bekommst du einmal
Schönen Einkauf. Dankeschön, perfekt. Gerne doch. Vielen Ja, und dann viel Dank. Erfolg beim Kochen. Ja, hoffe ich mal, ne? Das klappt schon. Alles klar, Dankeschön. Bis Dann dann. Ciao. schönen Tag noch. Ciao, ciao. Supi. Dann bringe ich das schon mal in den Kühlschrank, dann habe ich das drin. Und dann fahre ich. Zur Arbeit. Huch. Jetzt hab ich selber vor meinem eigenen Haus geschlafen. Okay, perfekt. So, Motor aus. Da, da, da. So. Okay. Also, Kühlschrank auf. Schnittlauch, Eier. Hühnerbrust und Olivenöl. Perfekt. Dann koche ich heute Abend das Ganze schon mal. So. Ab zur Arbeit. Jetzt heißt es erstmal sparen, dass ich wieder ein bisschen was auf dem Konto habe. Ich habe ja gar nichts mehr. Naja, schnell ist er nicht. Aber ein Stadtauto ist es allemal.
Oh. Ui, der wird zwar ein schneller Fletzer. Weniger Security als Warte kurz, Bar. Moritz. Bloßen. Hallo. Hi. Was geht ab? So, das ist das eine. Dann machen wir das mal kurz zu Ende. Bin sofort für dich da, Amber. Ja, alles gut, alles Kannst gut. dich auch erstmal einstempeln gehen, würde ich sagen, oder? Ja, mache ich, okay. So, dann kriegst du. Ja. Einiges. Security, der Secret Service wünschen. Wo haben wir euch denn? Personenakten. Ja, wir reden vom Galaxy, ne? Ja. Ach da. Cheers. Galaxy. So, Security sucht ihr nicht mehr. Nee, aktuell nicht. Okay, Service. Ja. DJs. Immer. Immer. Also, wir haben jetzt hier noch stehen 3 bis 4 Mitarbeiter für Service und DJs. Perfekt. Gut. Perfekt, finde ich auch. Dann haben wir das nämlich auch schon up to date, weil wir jetzt gerade alle nochmal durchgehen. Alles klar. Gut, dann Perfekt, dann schönen danke Tag dir und so. dir. Jo, ich Ja, danke. easy. Haut Bis rein. dann. Tschüss. So, jetzt war er gerade hier, habe ich ihn gleich gefragt. Das war nämlich, komm mal ruhig rum. Ja. Mag nicht so brüllen. Wir aktualisieren ja gerade die Bewerberlisten, also die Bewerbungslisten, so rum. Ja. So, heute ist der 14. 14. Geht's dir gut? Nein. Was ist Also passiert? ja, mir geht's für das, was mir gestern passiert ist, gut. Was ist passiert? Aktualisierung. Schau auf Whistle, siehst du, wo ich mein Auto geparkt habe. Auf Whistle? Warte mal. Moment. Gott, wie heißt du da? Ich hab dich doch gar nicht. Ja, du siehst ein seltsam geparktes Auto, dann Ein weißt du, das bin seltsam ich. geparktes Auto. Moment, da muss ich mal ein bisschen runterscrollen. Hier sind so viele Frauen, die sich in Schale schmeißen. Mein Mann, oh Mann, ei, die posen hier aber auch. So. Ich bin jetzt schon. Das war gestern.
Ja, vor einem Tag. Ja. Oh, da habe ich eins. Wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt auch sehr Casey, gewundert. na toll, so kann der Tag beginnen. Ist es das? Nee. Nicht. Okay, da ist aber auch ein Auto, was einen Warte. Abgang gemacht hat. Jetzt bin ich schon vor 2 Tagen. Ich bin irgendwie. Nee, du bist zu weit. Dann bin ich ja. Definitiv. Finde ich meinen eigenen Post nicht mehr wieder. Hallo? Such mal einfach nach Lilly. Lilly. Ja. Und dann bin ich rechts die mittlere. Mit der dunklen Sonnenbrille vor sandigem Hintergrund. Wenn du auf Suche gehst, Ja, da gibst du bin einfach ich. Lilly ein. Genau. Mit Und dann Y hast oder du mit I? mit I, alles mit I und einem L, entschuldige. Ach, einem L. Lilli. Genau, ich schreibe mich. Lilli. Ja. Ah. So, Lilli. Da. Ich glaube, jetzt habe ich dein Profil. Da. Oh. Oh. Wie ist das denn passiert? Oh Gott. Da darf ich nicht parken. Ja, das war, da ging es halt plötzlich steil bergab, also Klippen runter. War wild. Oh Ja, nein, oh ja. Scheiße. Aber bis auf Oh das Hörnchen auf der Stirn und ein bisschen oh. Kopfschmerzen geht's mir schon fast wieder gut. Oh Gott. Alles gut. Okay. Ich musste gestern auch noch mal ins FD. Was hast du gemacht? Als Tamara und ich diesen Bootschein gemacht haben, da hatte ich einen Moment mal nicht aufgepasst, hatte ein bisschen den Halt verloren, wollte mich abstützen. Dabei habe ich mir ein bisschen das Handgelenk verknackst. Und dieser Schmerz hat sich dann durch eine Schonhaltung bis hoch in den Nacken gezogen. Au. Aha, und ich dachte, behandle ich mir selber weg, weil ich habe das schon mal gemacht, so zu Hause, es ging, aber es wurde halt nicht besser. Und dann war ich vorgestern im FD gewesen, da hatte er schon Diclofenac drauf gemacht und dann wurde es dann auch noch nicht besser und dann habe ich nochmal einen Arzt drüber gucken lassen, da hat er mir Pferdesalbe drauf geschmiert. Ein Wunder. Es auf einmal ging es. Ja. Und heute? Ja, heute geht es mir wieder perfekt. Ich gehe mal hin. Reinigung oder Mozzabar? Aber ich finde das gut, Lizenz zum Arbeitslossein. Gibst du mir dein Perso einmal kurz? Ja. Schreiben wir nicht das, sondern das, dann passt auch der Name. So, bitteschön. Jo, danke dir. Vergiss deinen Ausweis nicht. Jo, dann wünsche noch einen schönen Tag. Ja, auch. Jo, Sam. Tschüss. Ich würde fühlen, dass da einfach mal so da ein Automat steht, wo die Na. Leute einfach nur ihre alte Arbeitslosenbescheinigung ranhalten und dann eine Ah. neue ausgedruckt bekommen. Oh ja. Ja. Jojo. Ja, So, aber was das. haben wir denn hier noch? Ja, ich weiß auch nicht. Dann das wäre ja auch schon wieder irgendwie langweilig. Nein. Nicht? Nein. So, Personenakten. Bewerbungslisten.
Was? Da kommen drei Leute. Ja, oh mein Gott. Ansturm. Das sind zwei Mitarbeiter und ein Führerscheinprüfling. Ah. Es Okay. ist Marco, Holly und ein FDler, der einen Führerschein Ich hat. habe Marco gar nicht gesehen. Der sieht so anders aus Marco ist als die der mit letzten dem Tage. Ja, mit dem Marco ist der mit dem Fake weiß-grünen. Lacoste. Ja, das ist ein Fake Lacoste-Shirt. Muss ihm gleich mal sagen, muss er sagen, wieso trägst du eigentlich nachgemachte Markenshirts? Immer mal gefallen und mach den So. Spaß einfach mal mit gleich, wenn er alleine Ja, ist. Was okay. machen Sie bei mir, wenn er hier steht gleich? Oh Gott. Sind zu weit weggegangen, weil du so laut gelacht hast. Ist geil. Auch. Fluchtartig noch den nächsten Hilfe. Richter genommen. Okay, du bist immer mit guter Laune, mag ich. Sehr schön. Man kann mich auch so leicht begeistern für irgendwas. Ja, ist doch super. Eine Freundin in der Heimat, die war auch so oder ist auch so, die gibt es immer noch, aber bin halt mit der habe ich nicht mehr so viel zu tun, weil ich ja jetzt hier bin und sie in meiner Heimat. Ja. Und ich weiß noch, Julia, die ist so wild, wenn, also ich habe manchmal keinen Bock gehabt auf Karneval. Ich komme aus einer Karnevalshochburg. Ja, die hat den Tag vor Altweiber hat sie schon die ganze Zeit immer gesagt, du weißt schon, dass du noch kein Kostüm hast, ne? Ich so, Julia, ich weiß. Du, wollen wir nicht mal ein Kostüm kaufen gehen? Ich sag, nein, Julia. Und wenn ich morgen Karneval feiern gehe, dann habe ich ein Kostüm. Ich habe gefühlt 1000 Kostüme im Schrank gehabt, also das wäre nicht das Drama gewesen. Ja. Und dann meinte sie, dann hat sie mich den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Büttenreden und ja, da ist sie sehr klassisch, Büttenreden zum Lachen gebracht. Ich konnte gar nicht anders, wie mich schon am Tag vor Altweiber in ein Kostüm schmeißen. Nur damit sie zufrieden ist und weiß, ich gehe am nächsten Tag mit. Nur mal für mich, was sind Büttenreden? Entschuldigung. Das sind einfach irgendwelche Reden, die bei Karnevalsveranstaltungen gemacht werden, wo irgendwas in den Kakao gezogen wird oder durch den Kakao. Meistens, Büttenreden sind meist irgendwie politischer Natur, meistens nicht immer, aber da wird irgendein politisches Thema so durch den Kakao gezogen, das schon echt witzig ist. Klingt auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, ist es. Also wenn ich mich jetzt über den Premierminister von England, den ehemaligen Johnson, lustig mache, dann wäre das auch sowas, wenn ich das auf so einer Veranstaltung tun Lebt würde. er noch? Ja. Ja, dann ja. Ja, das ist der bei der Ich bin zweiten nicht unbedingt Meerschweinchenfrisur. gleich Entschuldigung. Richter. Achso, okay, alles Also, klar. Tote, bleib ruhig hier. Ja, alles Ich gut. ahne nämlich, was du willst. Also, tote Politiker werden nicht durch den Kakao gezogen. Nee, So meine nee, nee, ich. nee, der lebt noch. Das ist der mit der zweiten Meerschweinchenfrisur. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Neben Donald Trump. Genau. Ja, das war der britische Donald Trump. Du willst, dass ich dem guten Mann einen Führerschein ausstelle? Das wäre super lieb. Er hat sogar schon bezahlt. Welchen denn? Den PKW-Führerschein. Den LKW hat er schon. Okay, das ist ja auch wild. Das ist sehr, den hat er wohl damals noch im Hi FD Marco. gemacht, ganz am Anfang. Also, das ist wohl schon eine Weile her. Da gab es die Kurse und dann hat er das über das FD hier schon gemacht. Okay. Eingetragen ist auch schon. Ja, selbstverständlich. Nee. Marco, Ja. warum trägst du so ein Fake Lacoste-Shirt? Ah, weil mir das Grün gefällt. Entschuldigung, Lilly hat mir gesagt, ich soll dich das fragen. Ja, schon klar. Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, nee, ist okay. Merke ich mir. Du kommst noch mal in mein Dorf. Irgendwann willst du was von mir. Dann muss ich auf Knien angekrochen kommen, wahrscheinlich. Oder den Hundeblick machen. Nee, ist okay. Oha! Toll! Jetzt habe ich mich in was geritten. Super. Du hast dich für eine Seite entschieden, ist okay, habe ich verstanden, merke ich mir. Ich habe mich entschuldigt, es tut mir leid. Passt schon. Wirklich.
Das passt schon. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Ja, ruhig. War ruhig. So. Okay. Gestern war ich nicht da. Es ging mir gestern nicht allzu gut. Das ist natürlich nicht schön. Ich hatte immer noch diese Schmerzen im Handgelenk und. Jetzt kommt gleich ein Kombiführerschein noch vorbei. Oh, sehr cool. Ja. Wollt ihr beide mit? Will einer mit? Es gehen nicht beide mit. Oh. Gehen nicht beide mit? Nein. Soll ich dann hier bleiben, weil Ich würde hab ja sagen, schon einige dass mitgemacht? Emma mitgeht, genau. Ja, genau. Weil Okay. also komm, habe ich auch schon selber, also Ja, durfte klar. ich mitmachen Nimmst du mir die deswegen. Eins ab? Na gut. Na gut. Habe ich. Unternehmen oder privat? Caretaker. No. Ach, siehst du, ich habe eh um 19 Uhr mit Neuer Melvin Mitarbeiter einen oder Termin. schon älterer? Hat er mir nicht gesagt. Warte. Weil da sind ein paar, die relativ frisch im Unternehmen sind. Ja. Und eine Stellvertreterin, die frisch eingestellt jetzt wieder ist. Ja, Wiedereinstellung darfst du nie mitrechnen. Wir reden immer noch von den Caretakern, ja? Ja. Ja, da arbeitet keine Frau. Jui Osawa. Ja, nö. Wenn wir immer noch von den Caretakern reden, dann nö. Er hat mich vor 10 Minuten angerufen und hat gesagt, wir haben die Jui Osawa wieder eingestellt. Ja, dann lügt mein System. Das diskutierst du bitte mit deinem System aus. Nö. Da bin ich Das raus. System lügt. Aber vielleicht hat die Dame ja dann einen Dienstausweis, dann lässt sich das Mysterium ja aufklären. Nee, es ist nicht Jui, die vorbeikommt. Oh, dann nicht. Ach so, die wurde gerade Schade. nur, also quasi eingestellt. Muss aber nicht herkommen wegen Führerschein. Oh. Nee, Ich aber hätte jetzt auch gedacht, dass. tatsächlich müssen jetzt Wiedereinstellungen auch nicht ganz zwingend unbedingt übers Zivilamt laufen. Also da könnte man jetzt auch wieder päpstlicher sein als der Papst, weil ihr Ach müsst nur mal so. bedenken, wenn, wenn jetzt ein Unternehmen einfach mal ein bisschen wirtschaftlich Leute erstmal entlässt, die sich nicht mehr zeigen, ja, die zwar jeden Tag Geld kassieren, aber in der Heimat sind und aus welchen Gründen auch immer, das weiß man ja immer nie, sich nicht zurückmelden können oder sich nicht zurückmelden, die dann aber irgendwann wiederkommen nach 4 Wochen oder von mir aus auch längerer Zeit und erklären können, was los gewesen ist. Ja, man muss ja nicht immer Ja. alles erzählen, aber man kann ja sagen, hey, es gab einfach Probleme in der Heimat, ich konnte nicht wiederkommen, dann kann das Unternehmen die Leute auch wieder einstellen. Ja, man muss sie nur irgendwann kündigen, weil wir reden immer noch von Staatsgeldern bei den meisten oder bei allen staatlichen Unternehmen und die dürfen da nicht allzu lange mitlaufen, weil jeder Tag, den sie nicht arbeiten, zahlt der Staat unnötig Gehälter. Das Das, stimmt. ja, versteht sich. ja, und da ist halt jetzt die Kombination Zivilamt und also Zivilabteilung, Finanzabteilung ganz gut, weil offiziell müssen Mitarbeiter in staatlichen Unternehmen zwingend über das Zivilamt bezogen werden. Im Falle, dass sie aber gekündigt wurden, weil die Finanzabteilung gesagt hat, hey, die sind jetzt lange genug nicht mehr im Dienst gewesen, tut da mal was, dürfen die natürlich auch wieder eingestellt werden. Und dann Okay, muss noch. man nicht zwingend drüber gehen. Und wir sehen es ja im System, ob sie vorher da gearbeitet hat. Ja. Ja, klar. Und in dem Fall ist es Hi, so. ja, wollte So, da bin ich mal gespannt, ob sich die nette Dame da noch meldet. Die sich für uns beworben hat. okay. Ach stimmt, sollte heute nicht das Gespräch sein, oder? Nee, gestern. Nee, aber ich dachte, das wäre auf heute verschoben. Das war, weiß ich nicht. Okay. Die Leitstelle vom Zivilamt, Havens im Apparat. Oh, sehr höflich gemeldet.
Aber war Yui nicht Fuhrparkleiterin? Ja, Yui, also Yui war irgendwie was Höheres bei den Caretakern, ist dann eigenständig bei den Caretakern raus, weil sie irgendwie vorhatte, Du, ich war doch längere letzte Zeit ins Woche noch Ausland zu bei gehen mir wegen einer Arbeitslosenbescheinigung. und kam dann gestern wieder und meinte, ja, irgendwie doch nicht, alles anders, ich will wieder zurück. Sie meinte, ich soll Verwirrend. nur ihr Interesse eintragen, sie geht selber hin und klärt das alles. Ja, alles gut. Und das hat sie dann auch getan. Und ich glaube, da kommt unser Führerschein. Dann viel Spaß euch beiden. Jo. Denkt noch an das Hemd. Mein Telefonat. Genau. Hallo. Genau. Gut geraten. Ja, so bin ich. Manchmal bin ich gut im Raten. Nee. Pass auf, Kombiführerschein funktioniert, wie wir es schon besprochen haben. Du fährst in unserem Prüfungs-LKW. Allerdings muss man vorher eine Theorieprüfung machen. Die Theorieprüfung besteht zu 80% aus unserer Straßenverkehrsordnung und zu 20% aus gesundem Menschenverstand. 80% aus unserer Straßenverkehrsordnung. Bei Okay. dem Teil mit dem Menschenverstand kann ich dir nicht helfen, aber ich kann dir auf jeden Fall nochmal Zeit geben, die Straßenverkehrsordnung dir durchzugucken. Wenn du die Intus hast, hast du quasi schon gewonnen. Okay. Also schlage ich dir vor, nimm ruhig nochmal Platz. Ja, mache ich. Zieh dir die nochmal in Ruhe rein und wenn du denkst, das sitzt soweit, dann gibst du uns ein Zeichen, dann legen wir los. Ich gebe ein Zeichen. Alles klar. Ich danke dir. Bis gleich. Juhu. So, das mache ich eigentlich prinzipiell, dass ich den Leuten nochmal sage, ne, Theorie setzt sich so und so zusammen, nimm dir Zeit, guck dir es nochmal an. Ja. Ich hätte gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern hatte ich eine Schülerin hier, die meinte, ja, nee, brauche ich nicht, das sitzt, das passt. Und dann haben wir mit der Theorie angefangen. Ich habe nach der zweiten Frage dann abgebrochen, habe gesagt, so, jetzt setze dich hin, liest dir die Straßenverkehrsordnung nochmal durch. Oh. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Oh, Und der danach große ging es auch deutlich Finish-Bob. besser. Ich bin ehrlich, Also ich habe mir, bevor ich hier den Führerschein gemacht habe, habe ich mich auch noch mal da draußen auf der Bank hingesetzt und habe noch mal geschaut. ja, warum auch nicht, ne? Ja, eben. Wenn die direkt reinlaufen, Leute. Mit Geduld, tut doch keinem weh. Ach, Mensch. Also ich gehe mal eben und gucke mal, was sie wollen. Dingsbums. Was können wir für euch tun? Dankeschön. Wir Bist du holen nur wegen der jemand ab. Dame? Achso. Hallo. Hey. Noch eine Frage. Hallöchen. Dann setze ich ja meinen. Also, ich komme auch mit runter. Ich muss nicht. Ich Verständlich. Und zwar, dann können wir auch gleich mit Ihnen. kann bei Holly noch kurz mit zuhören. Wenn Sie ein Bin ich paar so Minuten kurz Zeit mitgekommen? haben, könnten wir Ja, das vielleicht. nochmal ein bisschen überarbeiten, dass wir ein paar mehr Infos auch zu Ihnen haben. Ja. Aber generell zu den Jobs, da haben wir auch den aktuellen Stellenmarkt. Wenn Sie einmal in der Weasel News App gucken, Ja. aber wir können das vielleicht auch nochmal so durchgehen. Und zwar bei aller Artikel schon ein bisschen weiter unten, auch vor 7 Tagen wurde der Ja. gepostet, genau. Der ist großteils noch aktuell. Das Einzige, was meines Wissens gerade noch dazugekommen ist, ist, dass Bennys jetzt auch wieder sucht. Die haben eine Bewerberrunde. Okay. Genau, ich würde einfach einmal noch mal kurz unsere Akte hier ein wenig aktualisieren von Ihnen. Ja, Was haben alles Sie gut. denn bisher beruflich gemacht? Meinen Sie hier oder? Generell. Oh, ich habe früher in der Heimat mal ein bisschen an Autos so rumgeschraubt. Das war es aber auch schon tatsächlich, ehrlich gesagt. Das ist ja gar kein Problem. Was wären denn Ihre bevorzugten Arbeitszeiten? Also wann sind Sie am Also, besten erreichbar? ja, eigentlich bin ich zurzeit immer da, so. Okay, dann schreiben wir erstmal flexibel. Das ist auch nichts Verpflichtendes, das ist einfach nur auch für uns, dass wir wissen, wann Sie erreichbar sind oder falls wir das weitergeben sollten dann. Was würden Sie generell sagen, sind Ihre Stärken? Ich bin auf jeden Fall pünktlich. Also, wenn ich was zusage, dann bin ich da meistens, wenn nicht gerade irgendwie in der Heimat was passiert ist. So wie es jetzt das letzte Mal der Fall war. Das kann immer passieren, das Ja, stimmt. ich bin ausdauernd. Also, wenn ich bleibe an was dran, wenn ich das unbedingt möchte, dann ziehe ich das auch durch, egal wie ekelhaft es wird, tatsächlich. Ja, Schwächen sind.
Genau, da wären wir jetzt nämlich auch mal zugekommen. Ja, also ich brauche ein bisschen meine Zeit, so bis ich mit Leuten tatsächlich warm werde. Also ich bin eher so schüchtern. Also ich brauche so meine Zeit, so bis ich wirklich viel rede. Das war es eigentlich schon. Das ist eigentlich meine größte Schwäche so. Aber das ist auch schon sehr viel wert, wenn man das selber erkennt. Kleinen Ausflug zum Essen. Haben Sie medizinische Vorerkrankungen, irgendwelche Beschwerden wie Brille, alte Sportverletzung, irgend sowas in die Richtung? Nein. Alles klar. Dann war es das tatsächlich, was wir für die Akte erstmal brauchen. Ja, was schwebt Ihnen denn generell vor? Soll es wieder in die Richtung Mechaniker gehen? Ja. Dann könnte ich natürlich direkt einmal anbieten, Sie auf die Sammelliste zu setzen für die Bewerberrunde bei Bennys, wenn das was für Sie ist. Ja. Dann einen kleinen Moment, dann schreiben wir das schon mal bei Ihnen rein. Willst du versuchen, schon mal ihn ein kleines Stück durch die Stadt zu führen oder traust du dir das noch nicht zu? Nee, ich würde noch mal über die Schulter gucken. Okay, alles klar. Ist das jetzt mit dem Bus oder ist das, ja, ne? Da ein Kombi machen will, verzichten wir auf die Pkw-Fahrt und fahren direkt mit dem Bus. Ah, okay. Nee, ich würde da lieber nochmal bei dir über die Schulter gucken. Wenn das für dich in Ordnung ist. Selbstverständlich, warum sollte das für mich nicht in Ordnung sein? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein, also, wie gesagt, ne, du bist am Anfang deiner Zeit, alles gut. Mhm. Ich gebe dir den Freiraum, wenn du sagst, du willst dich probieren. Also es ist auch, was wir gerne so machen, wenn wir zusammenfahren, dass wir dann so gegen Ende sagen, so hast du noch was du sehen willst, wenn du dann sagst, okay, ich will den über eine bestimmte Kreuzung jagen oder so. Also zumindest bei erfahreneren Prüfern, wenn wir zu zweit fahren, was ab und zu mal vorkommt, dass wir dann sagen, okay, hier, ich wäre jetzt mit meinem Teil soweit durch, hast du noch was? Ansonsten fahren wir jetzt, nehmen wir dann halt den Rückweg zum Zivilamt. So, aber wenn du sagst, das ist dir alles noch zu neu und du kennst dich noch nicht gut genug aus, kann ich das vollkommen verstehen. Dann machen wir hier ganz piano. Wenn du heute ein bisschen Zeit hast, hatten wir schon überlegt, im Anschluss, wenn dann die Fahrprüflinge durch sind, unser Prüfling ist fertig, würden wir uns dritt aufs Auto begeben, wir drei, die jetzt noch hier sind, und eine Unternehmensrunde fahren. Ja, klar. So, da haben wir nämlich ein bisschen was zu klären und dann können wir die Unternehmen mal sehen und kennenlernen und so. Oh ja, das hört sich gut an. Okay, dann starten wir erstmal. Danke. Euch auch. Bis nachher, Holly. Bis dann. So, dann starten wir. Wunderbar. Ja, auch. Sie ist stylisch. Ja, absolut. Und bequem. Funk, checkity check. Ich würde dich dann bitten, während der Prüfungszeit im Funk. So. Also normalerweise kommen die Kollegen von den Caretakern, wie er hier, gerne vorbei und bringen ihr eigenes Prüfungsfahrzeug mit. Ja. Aber auch mal Momente, dann müssen sie auf unser Fahrzeug zurückgreifen. Ah. Das ist dezent größer als euer Trashmaster. Ja. Aber geht trotzdem. Wir fahren erstmal ein Stück aus der Stadt raus, dann machen wir die Theorie und dann sehen wir weiter, ja? Okay. So, spring rein. Ja. Oh, oh. Ja, das war die Kollegin. Im Bus bitte alle ein bisschen lauter reden, der Motor hat es in sich. Ich wollte gerade sagen, war das nicht eine Kollegin?
du nachher selber fährst, erwarten wir natürlich, dass du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst. Stoppschilder und Verkehrsführungszeichen beachtest. Egal, ob sie auf dem Boden aufgemalt sind oder am Straßenrand stehen. Schilder gelten für uns, egal ob sie links oder rechts stehen. Vorausgesetzt natürlich ist immer, dass der gedruckte Teil vom Schild in unsere Richtung zeigt. Jawohl. Ansonsten geben wir Richtungsanweisungen aller die nächste links, die nächste rechts. Wenn wir nichts sagen, fahren wir geradeaus. Wenn wir eine Richtungangabe geben, die laut Verkehrsregeln nicht umsetzbar ist, dann fährst du halt so lange geradeaus weiter, bis du die Richtungsanweisung befolgen kannst. Okay. Nach der Theorie, wenn du da nicht katastrophal durchfällst, wovon ich mal nicht ausgehen möchte, starten wir mit der Praxis. Dann darfst du selber den Bus steuern. Wir geben dir genug Zeit, dich an das Fahrzeug zu gewöhnen, weisen dich am Anfang auf eventuell auftretende Fahrfehler hin und gehen dann in der Regel fließend in die Prüfung über. Außer du möchtest, dass wir dir Bescheid sagen, ab wann wir mit der Prüfung beginnen, dann machen wir das. Jo, ist klar. So, dann einmal aufsteigen, Mutter. So. Dann beginnen wir mit der Prüfung in der Theorie. Fühlst du dich soweit fit? Können wir starten? Ja. Okay. Dann erzähl mir doch mal was zur Geschwindigkeitsregelung. Innerorts geschlossener Ortschaften 85, außerhalb 120 und auf dem Highway gilt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay, wie lauten denn die Vorfahrtsregeln hier? Vorfahrt hat derjenige mit den meisten Spuren auf der Straßenseite, andernfalls rechts vor links. Perfekt. Kannst du mir kurz in eigenen Worten erklären, was rechts vor links bedeutet? Ja, nehmen wir mal an, ich fahre durch die Alter Street in der North Side. Jemand kommt von rechts, hat im besten Fall auch noch mehr Spuren wie ich und dann halte ich an und gewährt demjenigen Vorfahrt. Und dann bin ich in der Reihe. Und wenn von rechts ein Fahrrad kommt? Wenn von rechts ein Fahrrad kommt, gilt dasselbe oder nicht? Okay. Was muss ich denn beim Überholen beachten? Es wird immer links überholt. Und auch so, dass ich niemanden dabei gefährde. Und ich darf auch nur dann überholen, wenn keine zwei gelben Streifen links von mir sind. Okay. Kannst du mir den Unterschied zwischen Halten und Parken erklären? Halten ist, wenn ich das Fahrzeug aussteige, Motor laufen lasse und die Zeit von 3 Minuten nicht überschreite. Ab 3 Minuten gilt es nämlich als Parken. Und wenn der Motor aus ist. Okay. Wo darf ich denn überall nicht parken? Nicht. An rot markierten Bordsteinen und oder Schildern, die besagen, dass dort ein Halteverbot gilt oder Parkverbot. Okay. Wie sicherst du eine Unfallstelle ab? Ich als zuverlässiger Kraftfahrzeugführer habe natürlich Warndreieck in meinem Kofferraum. Wenn ich eine Unfallstelle absichere, mache ich erstmal Warnblinker an. Im besten Falle auffällige Kleidung. Und das Warndreieck platziere ich meine, 10 Meter hinter das Fahrzeug. Oder vor die Unfallstelle, je nachdem, welche Fahrtrichtung es ist. Mhm. Worauf achtest du besonders? Die eigene Sicherung. Perfekt. Kannst du mir Dinge nennen, die Fahrtauglichkeit eines Fahrers beeinträchtigen? Die Fahrtauglichkeit eines Fahrers beeinträchtigen? Alkohol, Müdigkeit, Drogen.
Okay, Alkohol, bis wie viel Promille darf ich denn noch fahren? 0,4. Hm, okay. Jetzt fahren wir mit einem LKW natürlich anders als mit einem PKW. Ja. Was muss ich denn beim LKW beim Abbiegen beachten oder mehr beachten als bei einem PKW? Größerer Wendekreis. Ja, noch was? Mir fällt mir gar nicht ein. Okay. Stell dir mal vor, du stehst an der Kreuzung und willst rechts abbiegen. Ja. Klar, du musst, hast du schon gesagt, hast einen größeren Wendekreis, du musst gegebenenfalls ein bisschen ausholen. Guckst, ob von rechts jemand kommt und dann ziehst du einfach rechts rum, oder? Ja, grundsätzlich gilt doch beim Abbiegen, dass man genau dann abbiegt, wenn alles frei ist, oder nicht? Ja, ist richtig. Das ist so. Deswegen, ja, du kontrollierst die Spuren, rechts und links kommt nichts. Ja, und den Fußgängerüberweg sollte da einer sein. Wie bitte? Und den Fußgängerüberweg sollte da einer sein. Ja, wie ist es mit Fahrrädern zum Beispiel? Ich verstehe es nicht. Okay, verstehst du nicht, alles klar. Jetzt haben wir ja einen relativ langen Bus. Im Gegensatz zu dem Trashmaster hat er ja ganz viele Scheiben. Ja. Wie ist es denn mit der Übersicht in einem LKW? Ich habe Seitenspiegel. Ja, und dadurch siehst du alles? Nein. Sondern? Ja, genau, hinterm Bus sehe ich ja nicht, was da ist. Ja, richtig. Weißt du, wie man die Bereiche nennt, die du nicht einsehen Winkel. Kannst? Ein toter Winkel. Ja, genau. Okay. Und die sind natürlich beim LKW ein ganzes Stück gut. Größer als ja, beim okay. PKW. Jetzt habe ich es auch gereilt. Hat gedauert. Alles gut. Darf ich fragen, hat jemand was zu trinken? Ich habe gerade irgendwie nichts mitgenommen gerade. Ich hab was. Trinken. Achso. Ich habe was, einen Moment. Dankeschön. Ich hab auch was gehabt. Ich dachte, ich hätte was mitgenommen. Ich habe das Falsche gegriffen. Aber wenn ich dich so trinken sehe, kriege ich auch Durst. So, bitteschön. Dankeschön. Kein Ding. Ich weiß, der Trashmaster hinten mit seinen Standbrettern kennt das Problem bei Senken und bei Steigungen. Oh ja. Setzt er ja gerne mal auf. Wie ist es denn beim Abbiegen? Bleibe ich mit dem LKW immer in meiner Spur? Beim Abbiegen nicht, nein. Nee. Das ist gar nicht möglich. Genau. Ja, dementsprechend achten wir beim Abbiegen besonders auch auf die Spur links neben uns, beziehungsweise auf die Ecke, die wir umfahren, dass wir die nicht schneiden, beziehungsweise beim Ausscheren nicht irgendeinen anderen Verkehrsteilnehmer behindern oder sogar beschädigen. Mhm. Und dann hätte ich noch was gewusst. Also ich fahre einen Pfälzer, der ist ungefähr so hoch. Ja. Der LKW ist ungefähr so hoch. Mhm. Muss ich dabei noch irgendwas beachten? Auf Brücken. Ja. Generell Laternen, ja. Ampeln und so weiter und so fort. Genau. Ne, das sind so die wichtigsten Sachen, die wir beim LKW beachten müssen. Wir kommen nicht durch jede Straße durch. Wir kommen nicht um jede Kurve rum. Und wir passen nicht überall drunter. Okay. Dann wäre es das von meiner Seite theoretisch. Frau Collins, wollen Sie noch eine Frage stellen? Ich glaube, es war jetzt sehr viel, sehr viel schon, was dazu gehörte. Inhaltlich. Nee, ich habe keine Fragen mehr. Okay. Dann mache ich den Bus einmal an, dann darfst du dich reinsetzen und dann starten wir mit der Runde und kannst dich ein bisschen mit dem Gefährt vertraut machen, ja? Perfekt. Bitteschön. Dankeschön.
Sorry. Ja, ach so. Stopp. Was denn? Mein Kollege ist noch gar nicht drin. Der hatte noch ein Telefon. Ach, er hat ein Telefonat bekommen. Das habe ich schon mitbekommen. Ohne Reaktion testen. Ach so, stimmt. Das weiß ich gar nicht. Habe ich nicht versucht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe es da nie versucht. Also nicht mit einem geleasten Fahrzeug. Ja, ist klar, mit dem gekauften geht's garantiert, ja. Nee, kann ich hier nicht beantworten. Ja, gerne. Ciao. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Wir starten nach links. Also wieder den Berg rauf. Arbeitest du schon lange bei den Caretakern? Nein. Seit ungefähr einer Woche jetzt. Ah, naja, gut. Aber macht Spaß, meinst du? Ja, klar. Ja, dann ist das Wichtigste. So, die nächste fahren wir links. Die nächste rechts und dann gleich wieder links. So, die nächste links. So, die nächste fahren wir rechts. Und die nächste wieder links.
Die nächste rechts. Und danach fahren wir in die nächste gleich wieder links. Und währenddessen guckst du mal geradeaus, da siehst du so eine Brücke, das ist so ein Punkt, da kommst du mit keinem LKW drunter durch. Nee. Die ist so niedrig, das bleibt so garantiert hängen. Habe ich mit dem Trashmaster auch gemerkt. Oh Gott. Also nicht gemerkt, sondern ich stand davor und denke mir so, irgendwas passt da doch nicht. So, die nächste rechts. So, die nächste fahren wir rechts. So, die übernächste links. Also hier jetzt, hier links. Und die nächste gleich wieder links. So, die nächste links. Nächste dann rechts. Und wieder rechts. Uff, da hat's aber einer eilig. Deine Seltenheit. Oh Gott. Und einer die Pfanne heiß. Links halten.
Nächste links. Nächste Straße links. Hinter dem Zivilamtsgebäude bitte rückwärts in die Gasse einparken. Ja, Leitstelle. Wir parken gerade ein. Guck mal bitte, kommt alles klar. Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts von hier aus nicht. Okay. Ja, okay, jetzt. Reicht hier oder noch weiter? Nee, reicht so. Okay. Dann bitte Motor ausschalten. Ist aus. So, dann gehen wir mal rein. Emma, magst du dir mal den Dienstausweis zeigen lassen und $2000 kassieren? Ja, mache ich. Ja, wenn wir oben sind an der Sitzecke. Ja, genau. So, dann einmal bitte Ihren Dienstausweis. Merkt ihr den Namen, ist ganz wichtig. Ja. Willst du nicht aufschreiben? Moment, ich schreibe ihn mir gerade hier ins Telefon. Ja. Und Murphy. Okay, das habe ich mir notiert. In Ordnung. So, dann bekommen Sie von mir einmal eine Rechnung über $2000. Jawohl. Hier ist einmal das Kartenlesegerät. Da einmal bitte dann die Karte drauflegen. So. Perfekt. Alles klar. Quittung habe ich. Super. Dann ganz kurz Platz nehmen. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Perfekt. So, Unterakten anlegen kannst du doch schon, ne? Ja, kann ich. Dann rufst du dir einmal seine Akte auf. Hm. Wie hieß der gute Mann? Martin Rice Murphy. So. Also, dass das FD mich so überfällt, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. So, Martin Price, Murphy oder wie? Rice mit R-H-Y-S. Ich kümmere mich mal um die ganzen Leute da. Du kannst dich ja selber vorstellen, gleich wenn Emma fertig ist mit Schreiben. So, ja. Genau. Martin Rice, Murphy, da ist die Akte. So, und die Akte nennst du, andersrum, hast du eine Idee, wie du die Akte formulieren würdest? Kombinierte Pkw-Lkw-Prüfung? Ja, nee, nicht ganz so. Also ja, die Idee ist nicht verkehrt.
Wir schreiben normalerweise PKW-MRD-LKW. Oha. Also, ja, es ist ja. PKW, MRD gehört immer zusammen. Mhm, PKW ja. Und Motorrad. Mhm. Und er hat halt den LKW noch, das du hängst einfach einen Schrägstrich mit dran und schreibst ihn dazu. Moment, das muss ich werde dann Akte zur Personenakte hinzufügen, richtig? Genau. Das muss da machen. So, dann PKW-MRD-LKW. Genau. Prüfung. Ja, Prüfung oder Führerschein bestanden. So, und da wir hier jemanden haben, also genau so genommen sogar zwei Interessenten permanenten Verbot. Ausstellen können, ja. Schreibst du dahinter einfach nur gezahlt und kannst das so speichern und den Rest machen, dann brauchen wir jetzt nicht extra was reinschreiben. Bei Informationen dann bezahlt reinschreiben, richtig? Nee, das kannst du noch dahinter schreiben. Ah, okay. Ja. Warum wurde der nicht direkt ausgestellt? Bitte? Und warum wurde der speichern. Nicht direkt ausgestellt? Weil ich das nicht darf. Ja, aber maybe darf's doch. Ja, deswegen sage ich ja, weil jemand da ist, der das kann, brauchen wir nicht dahinter schreiben, dass wir... Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Ich würde den Bootschein dann andermal machen, aber der Kollege bleibt immer noch beim Bootschein. Okay, alles wir wollen klar, die Lady nicht alleine lassen. Alles klar, danke. Die Kollegen sind gleich bei Ihnen. Jo. Okay, dann ist die Akte angelegt. Perfekt. Und... Ja, hallo, ich bin übrigens Maybe. Ich glaube, wir haben uns noch nicht kennengelernt bisher, ne? Ausbildungsleitung für die Finanzabteilung wird euch hallo. Im Verlauf des Abends auch noch das ein oder andere zeigen. Okay. Oder erklären. Ich würde mir nämlich echt wünschen, dass ihr heute einmal entweder Eventschulung, also Eventanmeldungsschulung oder Startup-Beratungsschulung mitnehmt. Mhm. Beides wäre optimal, aber eins von beiden wäre schon vonnöten, also sollte man schon mal machen. Ja, sehr gerne. Genau. Ja, ich habe Zeit. Kann auf jeden Fall zumindest mit den Event-Sachen schon mal gleich anfangen. Ja. Also Herr Vecino macht jetzt einen Bootsführerschein mit Amber. Okay. Herr Vecino? Ich würde den Kombi noch fertig machen und dann bin ich für die nächste Aufgabe frei. Welchen Kombi? Ja, wir müssten noch, ich wollte mit Ember ganz kurz noch die Fahrt auswerten. Weil okay, ihr müsst noch eintragen haben und alles. Den ausstellen lassen. Das ist der Caretaker, ne? Genau. Ja. Wie heißt er? Martin Rice Murphy. Okay, ich mache den Führerschein schon fertig. Das war ein Kombi, also LKW, ja. MRD und PKW, ja? Mhm. Ja. Gut, dann mache ich das einmal fertig. Bootschein hat er nicht gemacht. Nein. Gut, dann mache ich das fertig, dann bringe ich ihm den, ihr tragt es ein und dann... Also hat er bestanden. Ja. Wie viele Fehler hast du gezählt bei der Fahrt? Wollen wir dann zum PD? Ich habe insgesamt vier Sachen sind mir aufgefallen. Okay. Ich versuche gerade in die Lage zu überblicken, wer jetzt hier was in Rahmen. Ja, ich will ganz kurz noch von Ember kurz hören, was ihr aufgefallen ist und dann gehört sie euch. Okay, der Herr da vorne ist hier eine Bootschein, ne? Ember soll ja mit dem Bootschein machen. Entschuldigung, mein Fehler. Dann fahre ich mit Holly eben zum PD. Hm? Ja. Okay, mach das mal. Was ist dir aufgefallen? Als du das eine Mal gesagt hast, links abbiegen, da ist er über die doppelte Linie rübergefahren. Doppelte Linien dürfen überfahren werden, wenn kein Richtungspfeil da ist. Ah, wenn kein Richtungspfeil. Okay, das war mir das eine. Genau, dann, die doppelte Linie zählt nur als Überholverbot. Ach so, aber wenn da jetzt, sag ich mal, an der Kreuzung keine Pfeile sind, dann ist das in Ordnung, dass man sie dann überfährt. Okay, gut. Das ist mir jetzt auch klar. Okay. das ist nur eine Kleinigkeit. Da hatte einen dieser Sicherheitspoller gleich nach der Kreuzung danach mitgenommen. Ja. Da hat er die Kurve nicht ganz gekriegt. Mhm. Dann am Parlament das Stoppschild auf dem Boden hat er überfahren. Und er ist dreimal nicht links abgebogen. Als du das gesagt hast. Also an drei Kreuzungen ist er nicht rübergefahren. Ich meine, einmal kann ich es verstehen, zweimal schon und dreimal, Ja, ich wusste dann auch nicht. Ich dachte mir dann, okay, dann hat er vielleicht die Richtungsanweisung überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, deswegen hast du nochmal gesagt, ja. Genau, einmal in den Hills ist er tatsächlich links abgebogen, wo der Richtungspfeil nur geradeaus oder rechts gezeigt hat. In den Hills. Wir kamen ja
quasi gleich am Anfang die Strecke runter. Mhm. Und dann ungefähr auf, ich weiß nicht, ob du schon weißt, wo der LSC ist, ungefähr auf Höhe vom LSC habe ich kamen wir den Hügel runter. Ich habe gesagt, er soll links abbiegen. Und er hätte quasi runter bis zur Hauptstraße fahren müssen, weil er da nicht links abbiegen durfte. Aber kann ich ja bei Gelegenheit mal zeigen. Ja. Nee, das war mir, das ist mir nicht aufgefallen. Da war ich, glaube ich, gerade irgendwie beschäftigt mit dem Aufschreiben hier. Ich habe mir so einen kleinen Zettel. Alles gut. Das ist eine Stelle, die fahre ich sehr gerne. Die wird auch sehr gerne. Also eigentlich fährt man, dadurch, dass man bergab fährt, die ganze Zeit mit dem Blick auf dieses Stopp und den Richtungspfeil zu. Und trotzdem biegen fast alle da links ab. Ja. Oha. Aber bestand ist er trotzdem. Ja. Ach, ich weiß warum. Was hat denn Lili jetzt gesagt? Ich weiß nicht, ich weiß warum oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal zu ihm. Achso, sie konnte ihm nichts ausstellen und jetzt ist ihr eingefallen. Warum? Gut. Okay. Ich bin gleich bei ihm. So, willst du es nochmal versuchen? Aus einer macht drei. Hallo. Hallo. So. Ach, wir können uns doch schon. Wollen Sie Ihren Führerschein nochmal versuchen zu machen, oder? Nö. Würde man anders versuchen. Müsste er nochmal probieren, Herr Bicino? Nein, müsste er nicht. Müsste er nicht, das dachte ich mir doch fast. So. Dieses wäre einmal der erste Streich. Den gebe ich Ihnen schon mal. Einmal kontrollieren, ob alles richtig draufsteht. Ja. Und sieht gut aus. Das ist der zweite. Jo. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Schangedön. Bitteschön. Dann immer konzentriert weiterfahren, ne? Wie bitte? Und nicht stecken bleiben. Genau. Ich hab grad nichts verstanden, weil die gerade ans Telefon gegangen ist. Also ich sagte dann immer schön konzentriert weiterfahren und nirgendwo stecken bleiben. Ich bin ein guter Fahrer. Ich bleib nirgendwo stecken. Und wenn ich mich kurz mit Seife anfühle, irgendwo durch. Pass auf dich auf, ja, alles Gute. Ebenso. Man sieht sich. Tschüss. Hallo. Hallo. Du bist wegen dem Bootschein hier? Ja, genau. Dann Abmarsch. Und ich suche. Okay. Und ich suche Dings. Und ich suche Dings hier. Wegen der Schulung. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Nee, genau. Du sollst noch den Bootschein mitmachen und danach gehst du. Nicht. Okay, ja gut. Dann mache ich auch hier den Bootschein mit. Kein Problem. Bootschein ist auch eine schnelle Sache. Ist nichts Kompliziertes. Mhm. Na gut. Also geht schneller als unsere Führerscheine. Du brauchst weder eine mündliche noch eine... Also, du brauchst eigentlich keine Prüfung ablegen. In dem Sinne, wenn du uns nicht umbringst oder das Boot versenkst, hast du quasi schon bestanden. Ah, okay. Das wäre eine Unterweisung einfach. Ja, genau. Du kriegst von uns eine Unterweisung und zeigst uns, dass du in der Lage bist, ein Boot zu steuern, ohne für Chaos zu sorgen. Und dann ist quasi schon vorbei. Achso, ja, das wir hinkriegen, denke ich. Ich wollte gerade sagen, Verhalten optimistisch ist genau die richtige Einstellung. Perfekt. Warte, Ember, du gehst ans Steuer. Ich? Okay. Und bringst uns zu unserem Boot. Okay. Ich muss anfangen, weniger selber zu fahren, mehr die Kolleginnen fahren zu lassen. Hast die Kollegin noch frisch dabei? Ja. Frisch dabei und neu in der Stadt. Ja, das beides. Ja, also einmal schön ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Geil. Ja gut, so lernt man es am ehesten, ne? Learning by doing. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ember weiß, wo das Boot ist, aber sie fährt Richtung Wasser. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich habe schon mal Bootschein mitgemacht. Ich weiß, aber deswegen weiß ja nicht, ob du dir gemerkt hast, wo das Boot ist. Doch. Ja, dann ist es gut. Hab ich. Okay.
dem Stoppschild hier habe ich noch nie gehalten. Ein Glück gibt es auf dem Wasser. Schon, ja. Ja. Auf... Ein Glück gibt es auf dem Wasser keine Stoppschilder. Da ist was Wahres dran. Und nein, es ist nicht das Segelboot. Na gut. Jetzt hatte ich zugemacht. Entschuldigung, mein Fehler. Du bist wieder auf. Ist jetzt. Wir wenden in das Segelboot. So, jetzt. Dir was von der Bootsunterweisung. So, frisch und erholt, darfst dich ans Steuer setzen. Oh Gott, ist das ganz schön weit weg. Kommst du zu uns, Emma? Ja. Wow. Ich sitze hier vorne. Oh, aua. Entschuldigung. Nicht so stürmisch, junge Frau. Entschuldigung. Emma, hast du dir was von der Bootsunterweisung gemerkt gehabt? Nein. Okay, nicht schlimm. Wir fahren hier mal links raus. Kannst du schon mal langsam anfangen? Im Hafengebiet gilt Rechtsverkehr. Mhm. Wir halten Abstand von anderen Wasserfahrzeugen, von Anglern oder von Schwimmern. Sollten sich irgendwo im Wasser Bojen befinden, versuchen wir uns entweder von den Bojen fernzuhalten oder wenn sie in Reihenformation stehen, so wie hier jetzt, bleiben wir stets zwischen den Bojen, da außerhalb der Bojen erhöhte Gefahr besteht, dass das Boot auf Grund geht. Okay, das dürfte machbar sein. Das denke ich auch. Ansonsten passen wir unsere Geschwindigkeit prinzipiell dem Wellengang an. Raus auf hoher See ist der Wellengang in der Regel natürlich stärker als in der Küstennähe. Mhm. Sollte ein Unwetter oder gar ein Sturm aufziehen, ist mit verheerendem Wellengang zu rechnen. Dann bitte schnellstmöglich sicheres Gewässer aufsuchen. Beim Thema sicheres Gewässer ist zu sagen, wir raten dringend davon ab, im Sumpfgebiet zu fahren, da dort zum einen bedrohte Tierarten leben und zum anderen sich die Gewächse unterhalb der Wasseroberfläche sich um die Schiffsschraube legen können und schon das ein oder andere Boot zerstört haben. Dann lassen wir das. Ja. Rechte Hand von uns befindet sich der Badestrand. Die Bojen lenken uns so, dass wir dem nicht so nahe kommen, weil dort vermehrt natürlich mit Schwimmern zu rechnen ist. Wir also fahren wir jetzt mal nach links zu diesen Säulen, die da im Wasser stehen. Ja. Solltest du auf hoher See angeln wollen, gilt per Gesetz eine Vorgabe, dass du mindestens 500 Meter von der Küste entfernt erst angeln darfst. Mhm. Um das Hochsee, fürs Hochseefischen. Man kann im Küstengebiet fischen, wenn man am Strand steht zum Beispiel. Mhm. Aber nicht im Hafengebiet. Okay. Diese Säulen, auf die wir uns jetzt dazu bewegen, das sind Leuchtmarkierungen.
beide Reihen markieren eine der Lande- und Startbahn von unserem Flughafen. Mhm. Es kann vorkommen, dass ein Passagierflugzeug ziemlich tief reinkommt und schon in der Nähe der Säulen fast die Säulen berühren könnte. Das hat immer zur Folge, dass hier mit extremem Wellengang zu rechnen ist, während die landen oder starten. Okay. Dementsprechend ist hier Vorsicht zu wahren. Links vor uns siehst du die JVA, unsere Gefängnisinsel. Ja. Allgemein eigentlich bekannt. Du kannst sie ja mal anhalten. Von der ist Abstand zu halten. Solltest du dich der zu sehr nähern, löst du einen Alarm beim LSPD aus. Ich weiß, ich arbeite beim LSPD. Das hat mir nicht stehen geblieben. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir darauf hinweisen, es ist potenziell lebensgefährlich, sich der JVA zu nähern. Deswegen bitte immer schön Abstand halten. Jawohl. So, dann einmal eine Wendung machen. Wir fahren Richtung Perth. Witzig, ich hatte gestern erst einen Bootschein, war auch eine Kollegin. Ich meinte auch so, ja, kenne ich, arbeite beim BDC. Ja, da kommen wir jetzt die Tage vielleicht nochmal ein paar. Es gibt jetzt ein paar neue Auflagen. Ach, ihr müsst jetzt wohl Bootscheine machen, oder was? Ja, wenn wir auf ein bestimmtes Ziel hinaus wollen, dann. Okay. Darf ich fragen, für welches Department oder welcher Rang das dann ist? Für den Petrol Service. Die Petrol muss. Ah ja, gut, okay, lobe ich mir. Ja gut, also zumindest die, die gerne Sergeant werden wollen. Versuch mal so zu fahren, dass du rechts vom Perth ankommst ungefähr. Achso, ja. Ja, so die Richtung passt. Ui! Ich bin Gott sei Dank nicht krank. Ja, der Wellengang ist schon... Genau, man merkt schon, der Wellengang kann mitunter fordernd werden. Mhm. Jetzt ist natürlich immer eine Frage, mit was bin ich unterwegs. Ne? Einige Wassergefährten trifft es mehr, andere weniger. Bin ich mit dem Jetski unterwegs, dann bin ich vielleicht sogar gewillt, mit Absicht über eine Welle zu rasen und zu springen. Wir passen unsere Fahrweise halt immer den Passagieren und der Gegebenheit an. Mhm. Von uns aus gesehen, rechts vom Perth befindet sich eine Wassersportanlage. Ja. Die ist durch viele kleine sogenannte Schwimmer gekennzeichnet, also viele nennen das Bojen, das sind eigentlich Schwimmer. Dieser Bereich ist ausschließlich für Wasserskisport und Jetski-Sport reserviert, da fahren wir also nicht mit einem Boot rein. Du kannst ruhig noch mal ein kleines Stück näher kommen. Wer angeln möchte, ein Stück außerhalb, sieht man von hier aus nicht, sind wir zu weit weg, ein Stück vom Perth ins Meer rein, sind Bojen platziert, die 500 Meter Grenze zum Perth markieren, ab der ja geangelt werden darf. Okay. Und hier vorne sieht man jetzt mal die Schwimmer. Ah, diese kleinen... Diese kleinen Bälle. Sag ich mal. Mhm. Ja, also bis dahin darf ich mit dem Boot fahren, aber ich darf quasi nicht zwischen diesen Bällen lang, weil da halt theoretisch nur Wasserski und Jetskis langfahren. Mhm. So, wir versuchen bitte links von uns unterm Perth lang zu fahren. Unterm Perth, also unter dem Steg durch, oder ja. Was? Okay. So, am Perth gibt es einen kleinen Anleger, der darf genutzt werden. Ansonsten dürfen Boote nur an dafür vorgesehenen Stellen geparkt werden, also an entsprechenden Stegen. Jeder Fahrer ist selber dafür verantwortlich, dass das Boot nicht abtreibt. So, die meisten kennen Sie hier vorne, die Yacht. Wir drehen mal bitte eine Runde gegen den Uhrzeigersinn um die Yacht drumherum. Kurz überlegen, hier umdreht sich die Uhr, genau so rum, passt. Genau, die Yacht ist ein beliebtes Veranstaltungsziel. Okay. Nicht selten werden Bootsfahrer oder nehmen Bootsfahrer ihre Boote, um genau hier hinzukommen. Dementsprechend möchte ich von dir jetzt auch, dass du das Boot so steuerst, dass wir von unserem Boot auf die Yacht übersetzen können, ohne dabei nass zu werden. Wunderbar. Dann hast du ungefähr auf 2 Uhr eine Einfahrt in den Kanal. Die wollen wir jetzt nehmen. Die wollen wir jetzt nehmen, okay.
So, in engen Wasserwegen, wie zum Beispiel diesem Kanal, gilt ebenfalls das Rechtsfahrgebot. Das passt mit der Höhe, ich reiße jetzt hier nicht den Bügel ab. Was hast du gesagt? Das passt von der Höhe. Ja. Das geht da, wollte ich gerade hinaus. In überdachten Wasserwegen, so wie hier, achten wir bitte immer drauf, dass wir gegebenenfalls einen Aufbau auf dem Boot haben, dass wir nicht hängen bleiben. Wir bedenken, dass hier auch Wellengang natürlich eine Rolle spielt. Sehr beliebt hier an dieser Stelle ist, dass uns Einsatzboote des LSBDs entgegenkommen. Okay. Weil das der kürzeste Weg vom Hafen ins Meer ist auf Höhe Yacht. Also wenn es mal schnell gehen muss, dann kann es sein, dass uns das LSBD hier entgegenkommt. Dementsprechend halten wir uns besonders weit rechts. Und je nachdem, was für ein Boot wir fahren, achten wir halt wie immer auf tiefe Brücken oder Rohre, so wie hier. Mhm. Und letzter Informationspunkt, den wir auf unserer Tour noch haben. Wer Interesse an einem eigenen Boot hat, im Industriehafen bei Getaway gibt es die Möglichkeit, ein Boot käuflich zu erwerben. Vorbildlich. Für Anwohner hier im Vespucci-Kanälen, in dem wir gerade sind, ist es absolut legitim, so wie hier genau vor uns, dass sie ihr privates Boot an privaten Anlegern, so wie diesem hier, vor Anker bringen. Weiche Leute. Ansonsten darf das Boot, wie gesagt, nur an vorgesehenen Ankerplätzen platziert werden. Und Plätze, an denen Booten zu Wasser gelassen werden, sind immer frei zu halten. Links von uns ist unsere Ausgangsposition. Ich würde dich bitten, da unser Boot wieder rückwärts in diese Anlegebucht reinzusetzen. Ja. Und dann sind wir auch schon durch. War das die erste Bucht oder die zweite? Die erste. Ne? Ja. Ja, vorwärts ist einfacher. Oftmals so, ja. Nicht immer, aber immer öfter. Wer einmal unseren Bus gefahren ist, sieht das anders. So, dann perfekt. Dann können wir wieder versuchen, festen Boden unter die Füße zu kriegen. Ja. Gerne. Übrigens, wenn du vom PD bist, dann der Hinweis, euer Boot treibt langsam ab. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Ja, ach da, das ist da hinten. Also ich weiß nicht, wo das zweite ist, ob das in der Zwischenzeit eingepackt wurde, aber das geht immer mehr ins Hafenbecken über. Ich habe keine Ahnung, wo das andere Boot ist. Ja, vielleicht ist es eingepackt oder so, keine Ahnung. Oder wolltest du fahren, Emma? Alles gut. Dann muss ich aber tatsächlich nachher nochmal mit der Kollegin reden. Das mit der Abrechnung zukünftig machen. Das heißt, du sagst, das ist jetzt tatsächlich Vorgabe bei euch, ja? Ja, also interne Regelung. Also ich bezahle das ganz normal. Das hole ich mir dann bei meinem Captain wieder. Das ist in Ordnung. Ja, ja. Da bin ich prinzipiell, das begrüße ich prinzipiell. Ja, aber wir haben gestern noch drüber gesprochen und haben gesagt, eigentlich. Also du kriegst einen Nachlass von uns, wenn du mir deine PD-Nummer nennst. Mhm. Verzichte jetzt drauf, bei der Patrol anzurufen und nachzufragen, ob du wirklich da arbeitest. Aber das kriegt man hin. Super. Nee, aber dann gebe ich das nochmal an Kira weiter, die ist ja die Ansprechpartnerin für die fürs LSPD. Genau. Das ist gut, wenn wir das wissen, dass es eine Verpflichtung für euch gibt, ab einem gewissen Punkt den zu machen, dann können wir das berücksichtigen. Bauen Sie. Ja. Warten Sie. Bitte schön.
Richard Bailey. Dann hier erstmal zurück. Dankeschön. Dann stelle ich Ihnen auch schon mal die Rechnung aus. Dann bitte einmal gerade auflegen hier. Ja. Et voilà. Perfekto. Und dann kommt die Kollegin gleich zu Ihnen und stellt Ihnen den Bootsschein aus. Ja, super, machen wir. Ein Traum. Ja, die Kollegin telefoniert mit der anderen. Alles gut. Jo. Schreibst du gerade? Ja, ist jetzt aber fertig. Magst du dem netten Herrn meinen Bootsschein ausstellen? Ja. Permanenten, ne? Ja, ja, ich trage derweil alles ein. Achso. Ja, ich muss den erstmal fertig machen. Wie heißt er denn überhaupt? Richard Bailey. Okay. Ich nehme an den Computer. Entschuldigung. Einfach abgedrängt. Ach so, nee, komm, hier. Nee, Bailey Ace. Mit AI. Ach, ich? Ja, klar. Na, wenn schon, dann schon. Okay, ja, gut. Also suchst nach Bailey mit AI und dann findest du relativ schnell auch einen Richard Bailey. Also so wie der Dings. Nicht wie das, oder wird das Getränk auch so geschrieben? Ja, ich glaube. Ja. Brauchst du jetzt noch irgendwas von ihm? Nö. Nee, ne? Er hat bezahlt. Emma macht jetzt noch den Eintrag, dass er seinen Bootsschein bestanden hat. Mhm. Okay. Im Prinzip so wie gerade. Nur halt nicht irgendwas Führerschein, sondern einfach Bootsschein. Bestanden und gezahlt. Bootsschein bestanden und bezahlt. Gespeichert. Perfekt. Genau. Okay. Er hat uns gerade gesteckt, das werden wir jetzt wohl öfter haben. Wieso das? Jeder, der beim LSPD im Patrol Service Sergeant werden will, muss nachweisen, dass er einen Bootsschein hat. Oh, okay, ist doch sehr gut. Nehmen wir mal ein paar mehr. Dem Herrn fällt gleich die Hose runter. Hat er keinen Gürtel? Wenn er jetzt die ganze Zeit dahin starrt, hat er seinen gewünschten Effekt erreicht. Ja, ich guck doch nicht mehr hin. Das war sowas von 2000er. Ich möchte mal behaupten, die meisten, die so rumrennen, sind gerade mal in den 2000ern geboren. Das kann auch gut sein. Da war ich 10. Unglaublich. Die Mode. Reden wir bitte nicht drüber. Nee, bitte nicht. Wegen des T-Shirts, oder? Nein. Dieser Hose. Immer disst mein T-Shirt, ist okay. Ich habe diesmal nicht angefangen. So. Kannst du haben. Yay. Ja, dann würde ich euch noch was von Events erzählen, wenn ihr wollt. Ja, sehr gerne. Klar. Ja, die Holly, die weiß wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber. Als du, Amber. Das kann gut sein. Ich habe nur Bruchstücke bisher mitbekommen davon. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal nach hinten gehen, da ins Büro. Haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Mhm. Ich höre Marco nicht beim Arbeiten. Oh, danke. Wollt ihr sitzen oder stehen? Och,
Können uns gerne hinsetzen, wieso nicht? Ja, lass uns einmal alle drei hier drauf. So. Noch mal kurz eine SMS schreiben und dann. Ich will mich nicht unbedingt auf die Lehne komplett setzen. Darf ich näher kommen? Ja, ich kuschel nicht, aber ich kuschel aber nicht. Also ich bin nicht so der Erklärbär wie Lilly. Also eigentlich ist sie da eher prädestiniert für, sowas zu machen. Also wenn euch irgendwas so schnell geht oder irgendwas unklar ist, dann sagt es einfach. Mhm. Genau, also ich fange jetzt einfach mal mit den Grundlagen an. Und zwar muss laut Handelsrecht jede Veranstaltung, die auf öffentlichem Grund, also nicht auf Privatgrundstück stattfindet. Und ein öffentlicher Grund wäre zum Beispiel auch schon, wenn er was geht ab, was vor seinem Park, was bei seinem Parkplatz machen möchte. Der Parkplatz gehört schon nicht mehr zu deren Firmengrundstück und das wäre dann schon öffentlicher Grund. Mhm. Also quasi alles, was auf öffentlichem Grund stattfindet, muss einmal durch uns genehmigt werden. Einfach damit die Abgaben an die Stadt geleistet werden. Also wir müssen halt auch immer eine kleine Rechnung dann ausstellen, einfach für die Nutzung des Geländes. Ja. Und B, einfach damit das ordentlich läuft, auch von den Sicherheitsvorkehrungen etc. Genau. Da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, wer jetzt kommt und ein Event anmelden möchte. Wenn es jetzt zum Beispiel ein staatliches Unternehmen ist, dann muss dann zwingend auch auf jeden Fall jemand von der Finanzabteilung dabei sein, weil man da dann auch nochmal darüber reden muss, was da jetzt ausgegeben wird und wie viel und wofür. Wenn es jetzt ein privates Unternehmen ist, dann kann uns das ziemlich egal sein, was die ausgeben. Die müssen ja alles selber bezahlen. Mhm. Genau, und wenn jetzt eine private Person kommt und die sagt jetzt zum Beispiel, sie möchte jetzt eine riesige Party veranstalten, wie in dem Ausmaß wie in Galaxy Club zum Beispiel, dann ist das auch eher schwierig, weil man dafür eigentlich dann auch eine entsprechende Unternehmenslizenz für braucht. Also ja, das ist erstmal viel Input auf einmal, wenn ich das jetzt hier alles so erzähle. Klar. Ab wie vielen Leuten zählt es? Weil wenn ich mich an die Doppelhochzeit, wo wir gestern waren, die hatten ja auch schon von 50 bis 60 Gästen geredet. Naja gut, das ist ja jetzt eine Hochzeit und ist jetzt... Also sobald, das ist so ein bisschen Ausnahme dann mit der Hochzeit. Ich sag mal, sobald es irgendwie öffentlich gepostet wird und man da vielleicht auch noch Eintrittsgeld für nimmt, ist das halt, sag ich mal, eher... Eine gewerbliche Veranstaltung, genau. Ja. Muss man auch immer so ein bisschen abwägen und gucken dann. Hattest du eine Frage, Ember? Nee, jetzt ist, also wenn es im Privaten aber groß ist, dann ist das schon wieder eine andere Sache, als wenn man jetzt, wie du schon gesagt hast, Eintritt verlangt für diese Veranstaltung. Genau, also eine Hochzeit, das ist ja in dem Sinne eine private Veranstaltung. Mhm. Den kann man ja jetzt auch nicht vorschreiben, wie viele Leute sie da hin einladen. Nee. Und also sie posten das ja nicht öffentlich auf Whistle und nehmen dann noch $100 Eintritt, damit man auf deren Hochzeit eine Party feiern kann. So. Nee, das stimmt. Genau. Ja. Dann nehmen wir jetzt einfach mal an, jetzt würde jetzt zum Beispiel das Galaxy wieder jetzt hierher kommen, würde ein Event anmelden wollen. Mhm. Wenn ihr vorher noch nie mit dem Galaxy zu tun hattet, dann müsstet ihr euch auf jeden Fall erstmal den Ausweis zeigen lassen. Mhm. Der sollte dann am besten zeigen, dass die Person entweder zur Geschäftsführung gehört. Oder jetzt im Falle des Galaxies gibt es auch eine extra Eventplanerin. Da hat der Chef vom Galaxy vorher hier Bescheid gegeben, dass diese Person quasi die Befugnis hat, für ihn hier Events anzumelden. Mhm. Also sowas sollte dann eigentlich dann auch in deren Akte niedergeschrieben sein. Also wenn die jetzt Person jetzt irgendwie sagt, sie ist die Eventplanerin vom Galaxy und das steht jetzt auch nicht auf ihrem Dienstausweis drauf,
Dann einfach mal beim Galaxy einmal reinschauen, was da so drin steht. Es sollte dann am besten ein Vermerk drin stehen, dass sie die Eventplanerin ist. Mhm. Genau, das wäre beim Falle vom Galaxy jetzt die Frau Merritt. Steht die Frau Merritt hier und sagt, sie möchte jetzt ein Event machen am Steinkreis im Paleto zum Beispiel. Hatten wir jetzt auch erst vor kurzem. Mhm. Wenn euch die Location nicht geläufig ist, dann fahrt ihr da am besten einmal mit der Frau Merritt wirklich hin. Hört euch das an vor Ort. Also ich meine, die ersten paar, die werdet ihr eh nicht alleine machen, ne? Mhm. Aber dann sowieso einer von uns erstmal dabei sein. Genau, dann könnt ihr noch so generelle Sachen abfragen. Wann soll das stattfinden? Ab welcher Uhrzeit? Und was genau soll das stattfinden? Genau. Genau, in der Regel tut dann der Veranstalter auch selber noch mal ein bisschen was erzählen. Vielleicht auch noch, was gibt es generell noch für Kooperationen. So Food-Unternehmen stehen dann noch dort. Und dann könnte man natürlich noch mal erfragen, wie die Gäste denn überhaupt zum Steinkreis kommen sollen. Mhm. Ob es einen Shuttle-Service gibt oder was ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, dass wir auch einen Park-Service beantragen können. Dass die Leute zum Beispiel ihr Auto durch den Parkservice in der Nähe vom Steinkreis wegparken lassen können und Shuttle Service übernimmt dann ab dort. Mhm. Sowas sollte am besten geklärt sein, damit da auch nicht teilweise ein Verkehrschaos entsteht oder ähnliches. Ja, klar. Genau, und die Sicherheit ist auch ein wichtiger Punkt. Die sollte auch immer bedacht werden. Ein bisschen schaut, sind da irgendwelche Abgründe, wo die Leute sich in den Tod stürzen könnten aus Versehen oder ist da vielleicht noch irgendwie ein Gastank, irgendwelche generellen Gefahrensituationen, die da vielleicht aufkommen könnten. Muss man einfach so ein bisschen mit dem gesunden Menschenverstand dran. Mhm. Und die Absicherung bei sowas läuft ja dann über Bunnycore, oder? Dass die dann noch so Barrikaden oder sowas haben? Genau, jetzt bei Abgründen oder so zum Beispiel kann man Bunnycore dann nehmen. Können das dann gut absperren. Bei so größeren Sachen wie irgendwelchen, wie bei den Triathlon zum Beispiel, den es von Whitewater jetzt vor kurzem noch gab, wird auch schon mal SPD damit ins Boot geholt, weil die dann auch, also wenn Bunnycore eine Absperrung ausstellt, dann bleibt die da meistens auch bis zum nächsten Tag, weil die weniger dann noch um Mitternacht dann dorthin fahren und die dann wieder wegtun. Ja, das ist klar. Mhm. Und wenn dann so ganze Straßen dann 24 Stunden deswegen abgesperrt werden müssen, dann ist das auch ein bisschen schwierig. Ja, klar. Und bei solchen Sachen kann man am besten sich eher an die Patrol wenden. Und das ist eine Einheit vom PD. Die kümmern sich um sowas. Erreichbar unter der 926. Genau. Aber bei solchen Veranstaltungen, jetzt wie bei so einem Triathlon oder so, bietet sich das dann auch an, wirklich direkt mit der Patrol zusammen da sich das einmal anzuschauen. Mhm. Und einfach so einen Sammeltermin findet, wo alle Zeit haben. Genau. Lili hat immer so einen Redefluss und ich bin hier immer so, ich weiß nicht, alles gut. Ich verheddere mich dann auch irgendwie immer so im Reden und dann bin ich irgendwie ganz so anders, als ich, wo ich jetzt eigentlich hin wollte und so. genau. Deswegen, aber da müsst ihr jetzt mit leben, dass ich das ein bisschen durcheinander erzähle. Alles gut, sonst vollkommen in Ordnung. Also gerade Ember, du wirst ja auch auf jeden Fall nochmal bei ein paar Events noch zum Zuschauen mitkommen. Ja, klar. Bevor du da sowas alleine machst. Na klar. Genau, vielleicht auch wichtig zu wissen, wenn es eine öffentliche Straße oder ein Parkplatz richtig komplett abgesperrt werden sollte, also dass da kein Fahrzeug mehr durchkommt, dann muss man da auch vorher mit der Justiz noch in Kontakt treten, weil dann muss ein Richter das quasi
ich glaube, Verfügung heißt, eine Verfügung aussprechen, dass das abgesperrt werden darf. Mhm. Also wir dürfen nicht einfach den Leuten erlauben, da irgendwelche öffentlichen Straßen abzusperren. Macht vielleicht auch Sinn, ne? Macht Sinn, ja. Ja, klar. Genau. Das Okay holt man sich dann am besten zuerst und dann kann man sich mit dem PD zusammensetzen und besprechen, wie da was abgesperrt wird. Mhm. Also mit PD und Veranstalter dann am besten zusammen. Mhm. Genau. Gerade bei Events, wo es vielleicht auch ein bisschen gefährlich wird, wie bei einem Triathlon oder bei irgendwelchen Motorradrennen, ist es natürlich wünschenswert, dass das FD zumindest Bescheid weiß, also das Krankenhaus. Mhm. Im Idealfall, jetzt so bei Bike-Rennen oder so, ist das FD natürlich selber mit vor Ort. Das, aber ganz wichtig, das dürfen wir nicht als Auflage erteilen. Also wir dürfen dem FD halt jetzt nicht irgendwie befehlen, die müssen dann und dann da sein. Sondern nur empfehlen, oder? Gerade wenn sie auch andere Sachen zu tun haben. Ja. Ja, klar. Weil die müssen dann auch zu ihren Notfällen und dürfen dann nicht gezwungen werden, da zu bleiben quasi. Mhm. Aber an sich und dem FD, wenn der Veranstalter dann mit dem FD spricht und so, dann tun die bei solchen Veranstaltungen auch wohl vor Ort bleiben, noch Möglichkeit. Genau. Ansonsten, wenn man so ein Event fertig besprochen hat, dann ist halt, wie gesagt, noch diese Abgabe fällig, also diese Eventpauschale. Mhm. Ja, es kann sich da um einen Betrag zwischen 50 und 500 Dollar handeln. Das ist so ein gewisser Preisrahmen, wo man das so ein bisschen selber entscheiden muss. Das würde ich halt so ein bisschen abhängig davon machen, wie lange geht dieses Event, wo findet das statt, also wie viel Fläche wird da wirklich benutzt. Teilweise auch, was für ein Veranstalter meldet dieses Event jetzt an. Also wenn es jetzt ein Galaxy ist, was da wirklich pro Kopf auch noch immer Eintrittsgeld einnimmt und so, kann man das auch einen Ticken höher ansetzen, als wenn es jetzt irgendwie als wohltätige Veranstaltung ist oder so, wo gar kein Geld eigentlich eingenommen wird. Ja, ja. Kann man da auch die Kirche bis im Dorf lassen, das ein bisschen niedriger halten. Ne? Oder jetzt gestern hatten wir auch eine Hochzeitsanmeldung hinter dem Parlament. Und das Gelände wird wirklich nur für die Trauung benutzt, also wirklich nur so eine Stunde maximal. Mhm. Da braucht man es dann auch nicht, da muss man den Betrag dann auch nicht so hoch setzen. Das ist quasi ein bisschen Ermessenssache. Zeitraum. Das ist Ermessenssache, genau. Mhm. Oder eventuell, wenn jetzt zum Beispiel unten in der Macebank Arena was geplant wird, wo dann auch noch Stromkosten und so dazukommen, das darf man natürlich dann auch ruhig mitberechnen. Mhm. Oder oft hat man es halt auch, dass das Ganze nicht nur auf einem Platz stattfindet, sondern zum Beispiel auch noch ein... Abend. Hallo. Abend. Hallöchen. Wie die Hühner auf der Stange. Ich versuche gerade hier eine Eventschulung zu geben. Auf dem Sofa. Ich bin nicht so der Erklärbär. Eventschulung auf dem Sofa. Ja, erstmal das Theoretische. Genau. Dann. Wann geht's eigentlich in den Flitterwochen? Wahrscheinlich gar nicht. Gehört auch jetzt nicht hierher. Pack mal ein Fahrzeug aus, wenn man das woanders. Ja, oder so. Okay. Olli? Ja? Hier vorne. Hier war ein bisschen schwerer. Hast du auf die Tür? Stehen geblieben. Hat ein bisschen geklemmt. Ach so. Packst du ganz kurz was aus? Ich muss noch mal kurz was gucken, dann bin ich gleich da. Ja.
sag mal Marco Bescheid. Ich weiß nicht, ob er Bescheid weiß. Mhm. Ja. Marco auch zu einer Event-Location, glaube ich. Mit Paco zusammen? Ja, der meinte irgendwie, fangen zwei wohin oder so. Okay. Oh, Moment. Ich glaube, um hier um alles. Leitstelle des Zivilamts, Sie sprechen mit Amber Collins. Hallo. Ja, hola, Kimberly Peres hier. Hallo. Ich hatte ja gestern schon mal angerufen, dass ich den Termin verschieben wollte wegen dem Vorstellungsgespräch. Ja. Ja, und ja, wir wussten ja jetzt nicht, wie wir verbleiben, ob wir jetzt einen neuen Termin machen oder ob Sie sich dann einfach melden bezüglich einen neuen Termins. Habe ich ja gesagt, ich rufe heute einfach nochmal an. Müsste ich kurz mal fragen, kurze Frage, hier ruft die Frau Peres an, sie wollte wegen einem Bewerbungsgespräch nochmal nachfragen. Sollen wir uns melden oder wollen wir da handhaben? Was hatte Lili jetzt gesagt? Ich glaube für 20 Uhr morgen sollten wir dann fragen, ne? Morgen 20 Uhr, meint meine Kollegin. Okay, genau, also wenn es der Dame passen würde. Ist es dann auch so, dass ich dann wegen der Stütze, die man ja abholen kann, einmal am Tag, soll ich ja morgen erstmal nicht abholen? Oder? Genau, richtig. Das sollten Sie dann vorher erstmal nicht machen. Alles klar, dann kann ich sie ja jetzt nochmal holen und dann. Mhm. Genau. Okay, alles klar. Genau. Gut, dann danke ich Ihnen und dann bis morgen. Sehr gern, bis morgen. Tschüss. Gracias, adios. Alles klar. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich weiß. Alles gut. Ich weiß nicht, wo Lili ist. Vielleicht kannst du ihr das einmal ausrichten. Wenn ich sie sehe, ja. Ja, sonst einfach mal kurz anrufen. Ich hoffe sehr. Ja. Ich habe dir schon mal meinen Perso auf den Tisch gelegt, ne? Ich hab ihre Telefonnummer noch gar nicht. Kannst du hier auch in den Dokumenten, sind die alle hinterlegt? Stimmt, ich gehe mal kurz an den PC. Lili, Holly hier. Ich kann meine Karre da gar nicht einparken. Hä? Du kannst beides parallel machen. Ah, okay. Das würde gehen. Du darfst aber nur einen als Festvertrag haben, den anderen darfst du als Stundenvertrag nur haben. Ja. Und maximal, dem Stundenvertrag darf maximal 50% der Zeit entsprechen, die du als Festvertrag hast. Also wenn ich einen 28-Stunden-Festvertrag habe, dürfte ich nur noch 14 Stunden Teil... Richtig. Okay, gut. Ja, okay, so viel... Jemand, der ist im Prinzip verstanden. Wenn du jetzt sagst, du willst ins FD gehen und willst da einen Festvertrag haben, dann gehst du zu den Herr oder Frau White und sagst hier, änder mal bitte meinen Festvertrag auf Stundenvertrag und machst da halt maximal 40 Stunden und dann ist das so. Ja, okay. Ne? Also du musst da nicht, du kannst natürlich trotzdem kündigen, aber du musst jetzt erstmal per se nicht. Ja. Genau. Okay, gut. So, ich muss noch ein bisschen Papierkram erledigen. Genau, dann morgen 20 Uhr einfach dort melden, perfekt. Genau, morgen 20 Uhr einfach dahin gehen. Können Sie jetzt schon irgendwie so Wünsche einreichen, so an welche Wache man dann später möchte? Oder machen nee, das, also da haben wir auch gar keinen Einfluss drauf. Ja. Das klärt ihr dann quasi während der Zeit, die du da, also quasi nach der Einstellung. Also okay. Es soll wohl so sein, dass du während deiner Ausbildungszeit, die wird bei dir wahrscheinlich eh ein bisschen anders ablaufen, wenn du schon mal da warst. Ja. Aber das Ziel ist es, dass du quasi alle Wachen einmal kennenlernst, in jeder Wache mal zum Einsatz gekommen bist und dann für dich entscheiden kannst, was für eine Wache findest du interessant. Und die Wachleiter bzw. die Ausbildungsleiter. Okay, dann haben wir hier noch eine neue Bescheinigung. Dank dir. Ja, perfekto. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Jo, das wünsche ich auch, ne? Tschüssi. Okay. Ja. Also.
Weißt du, wo die anderen sind? Lilly und so? Lilly, nein. Aber Holly hat gerade noch bei ihr angerufen. Ach und so. Ihr Bescheid gesagt, was wegen morgen. Ich wollte gerade noch nach der Telefonnummer gucken, aber irgendwie ging mein PC nicht. Keine Ahnung. Ja. Wo ist Lilly eigentlich? Holly, weißt du das? Nee, ich hatte aber gerade mit ihr telefoniert, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ja. Ich überlege gerade, heute ist der Dienstag, da kommen ja noch die... Montag. Heute ist Montag. Heute ist Montag? Ach, oh Gott. Morgen. Ach, der Heiliger. Ich denke gerade die ganze Zeit, heute ist Dienstag. Gut. Alles auch geklärt. Akku eigentlich schon wieder. Hat aber auch gerade noch. Eben war noch hier. Denkt ihr, ich kann dann noch mal ganz kurz auf die Toilette flitzen, bevor es dann losgeht? Ja, na klar. Okay, bin ich gleich wieder da. Hallo. Hola. Herr Garcia? Ja? Das war gerade Luke Adams bei mir am Tisch, der Leiter der Racing Liga. Ja, was ist mit dem? Der hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Sponsoren gestern nach dem letzten Saisonrennen alle Gelder eingefroren haben und die Racing Liga offiziell geschlossen wurde. Ja. Dann waren sie von Mac in der Akte und Gutes. Ja, schreiben gut. Sie es auf schwarze Brett. Okay, alles klar. Mach ich. Wollen wir kurz los? Ja. Dann kommt mit. Okay. Viel Spaß. Also, geh du mal. Bleib dir nur kurz da, komm du mal kurz mit auf die Seite, nur dass du den Hintergrund hast. Ja, gut. Wir beide wahrscheinlich. Ja, ich denke mal. Mhm. Hi, Tamara. Auch soweit. Alles gut? Ja. Ich guck nur. Andere Frage. Mit Herrn Taylor, konntest du da schon einen Aktencheck machen? Aber Aktencheck hast du noch nicht gemacht, ne? Okay. Jemand von der Petrol da ist. Okay, wir können. Ist euch nicht kalt? Strumpfhosen.
gepolstert. Ja, also erstes Sunrise. Genau. Guten Morgen. Ja. Sorry. Mal, Sunrise ist rechts vom Parlament da irgendwo. Links. Dann ja. Wieder links. Also das wusste ich jetzt auch noch. Okay, weil du rechts gesagt hast, deswegen. Rechts vom Parlament. Ja, also wenn man so auf die Karte guckt. Ja, okay. Stadtkarte guckt, dann rechts vom Parlament. Für euch beide da hinten, was ist der Hintergrund? So eine Ausbildung ist manchmal fast besser, wenn man in gewissen Örtlichkeiten ist. Mhm. Es wird so oder so demnächst ein Unternehmen auf uns zukommen, das eine Begehung haben möchte, weil die gerne eine Weihnachtsfeier haben möchten. Mhm. Und wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, die wir vergeben dürfen. Und wir zeigen euch jetzt zwei davon. Die andere wäre das Casino-Dach, ist aber im Endeffekt fast irrelevant, weil das sehr exklusiv ist. Du fährst nur hin. Ja, ich suche Sunrise, Moment. Das ist doch gleich hier. Ist mal hinter dir. Wende hier, Wende hier, also fahr links. Dein Navi will zu LSC. Ja. Ja, dann fährst du wieder links. Und ich habe gedacht, ich habe nur ein Ding mit einer Bockwurst. Ich bin nicht multitasking-fähig. Ich habe dir zugehört, ganz konzentriert. Und, ja, du brauchst ja nicht zuhören, du kannst es ja im Normalfall alles. Da jetzt wieder links, dann rechts sind die Parkplätze, da heilst du bitte. Ja, ich weiß. Hinter denen, was wollen die nicht reinfahren. Hier? Weiß nicht, kennst du die? Nee. Okay, bevor wir hochgehen, ganz kurz. Ja. Wir haben verschiedene Event-Locations. Wir zeigen euch jetzt zwei Stück davon, die halt von Grund auf so eigentlich verschieden sind. Ja? Mhm. Stellt euch vor, wir spielen das jetzt nicht komplett durch, aber stellt euch vor, es ist jemand da von Alice Logistik, der möchte eine Weihnachtsfeier machen und es sind ca. 30 bis 40 Personen. Ja? Mhm. Und geht einfach mal das, was ihr von ihr schon gehört habt und einfach auch mit, sagen wir mal, gewissen logischem Denken ran. An was würdet ihr denken? Was wäre denn wichtig, wenn wir die Sache vergeben? Welche Fragen würde ich eventuell stellen? Und so weiter und so fort. Und dann kann man das Ganze nochmal kurz bequatschen. Okay. Das Ganze machen wir einmal hier oben. Das Ganze machen wir dann einmal auf einer anderen Location. Aha. Auch wenn die Wahl auf diese Location fallen wird. Aber somit haben wir ja schon mal ein Szenario. Alles klar. Okay. In Ordnung. Mhm. Besonders an dieser Location ist auch noch, dass man die nur Herr Garcia aufschließen kann. Okay. Und alle anderen, die hier bei dem Record Studio angestellt sind. Ja, genau. Aber vom Zivilamt habe nur ich die Schlüssel. Oh, wow. Wow. Ja, ist schon ein bisschen schicker hier auf jeden Fall. Also eine Information kriegt ihr, falls jemand fragen sollte, der Pool ist beheizt. Also er ist nicht zum Schlittschuhfahren gedacht, wenn es dann kälter wird. Das ist immer gut, ja. Ja, mhm. Ansonsten macht euch erstmal einen Überblick, um fair genug zu sein. Wir bleiben ein bisschen außerhalb, macht euch ein paar Gedanken. Ihr könnt es als Team machen, weil wir die Vergaben auch immer als Team machen. Wie gesagt, denkt dran, es sind ca. 30 bis 40 Personen. Nur, dass ihr jetzt schon mal vorüberlegen könnt. Aber gewisse Fragen müsst ihr natürlich schon auch stellen, weil die Informationen, die ich euch jetzt gebe, die habt ihr ja normalerweise von vornherein nicht unbedingt. Okay. Immer, ja? Was sollen die jetzt so rollenspielmäßig machen oder sollen die sich das einfach so? Ja, die sollen einfach, sollen sich das angucken, sollen mit uns ganz normal reden. Also wir machen das jetzt nicht, wir bauen das Szenario jetzt nicht komplett auf. Ja. Das wäre vielleicht zu viel. Ich würde aber doch gern wissen, was für Fragen stellt ihr, wie geht ihr ran an so eine Sache? Ist es vielleicht auch etwas zu viel? Oder ist es halt einfach, ja, komm, hier, nimm, bist mir sympathisch, läuft schon. Ja, so auf die Art. Also ja, schauen wir uns erstmal einmal um, Amber, oder? Mhm. Also alles unter dem Gesichtspunkt einer Weihnachtsfeier. Genau. Okay. Also ob das jetzt Weihnachts-, Ostern oder Geburtstag oder sowas ist, ist im Endeffekt irrelevant, aber ne, es steht halt gerade vor der Tür, dass es eben eine Weihnachtsfeier werden sollte. Mhm. Und da kann man ja diverse Fragen ja auch stellen.
Okay. Und wir werden dann dementsprechend auch mal Fragen stellen. Das heißt, Miss Stone, so wie auch meine Wenigkeit, kann durchaus sein, dass wir einfach mal zwischendurch Fragen stellen oder sonst irgendwas. Ja, alles klar. In Ordnung. Okay, dann viel Spaß. Alles klar. So. Ach du Mann. Okay. Pool beheizt. Also was schon mal sehr positiv ist, ist, dass es überall abgesperrt ist. Dass da erstmal jetzt kein sehr erhöhtes Risiko ist wegen der Erstmal, ne? Erstmal nicht, genau. Aber man müsste vielleicht gerade vorne, es ist auch recht niedrig, aber andererseits ist das dann auch. Was wir auf jeden Fall fragen sollten, ist, was ist mit Security? Also haben Sie einen Secret Service? Einlass und so weiter, genau. Genau. Wie wird der Einlass kontrolliert? Wie wird sichergestellt, dass das wirklich bei diesem Personenkreis bleibt? Ja, also quasi eine Art Besucherliste oder sowas. Gibt es sowas und wie wird es kontrolliert? Genau, ob das abgesichert ist. Dann, Notiz. Dann würde ich sagen, ob Catering vorhanden ist oder wie Sie das hier machen. Also welche Partner Sie da vorsehen. Ich denke, platztechnisch ist das hier für die Anzahl der Leute eigentlich recht gut. Wir haben einiges an Stehplätzen, Sitzmöglichkeiten. Ja, viele können sich da hinsetzen, dann an der Bar. Ja. Und dann hier in den ganzen, an den ganzen Liegen auch. Und wir haben auch Heizpilze. Heizpilze, wenn's genau. Wenn es Dezember losgeht, dann wird es ja auch angenehmer, das stimmt. Wie sieht die Ausstattung hier vor Ort? Ich denke, für eine Weihnachtsfeier ist eigentlich schon sehr viel ausgestattet. Da würde ich aber auf jeden Fall fragen. Dekoration. Also das müsste, wenn dann ja auch, aber das also dem Thema entsprechend. Ja, gut, aber wir sind, na, also... Genau, da würde ich auch nochmal was. Aber das zählt ja dann mitunter zu den Veranstaltern mit dazu, wer arbeitet wem mit zu. Also quasi Essen, Trinken, Dekoration. Genau, aber also wir beauftragen ja dann nicht Bunnycore, sondern da müssen die sich ja dann selber drum kümmern. Ja, genau. Genau. Aber wem müssen wir dann halt hier rauflassen, damit das Ganze dann schon fertig ist? Genau, wegen für die Feier. Zugang dann nochmal klären, weil Herr Garcia meinte ja auch gerade, dass es noch, also das. Es noch andere Personen gibt, die hier Zugang haben. Richtig. Wie das gewährleistet wird. Und ansonsten denke ich, von der Ausstattung ist ja schon viel da. Also brauchen nur noch wen, der das beliefert, mit wem sie da kooperieren. Also wer hier auch den Alkoholausschank macht, weil da braucht man ja, soweit ich weiß, auch eine Lizenz für. Es kann ja sich nicht jeder hier ein schönes Selbstbrand sein. Nee. Genau. Wie sie das. Ach so, und. Ich denke, ein Parkservice wird hier nicht nötig sein. Man kann ja direkt beim Parlamentsgebäude. Das ist ja jetzt nicht allzu weit. Ja. Man könnte fragen, ob sie einen Shuttle-Service benötigt. Aber eigentlich denke ich, das ist ein bisschen übertrieben. Aber man könnte es fragen. Ja, aber es ist ja jetzt nicht allzu weit weg jetzt vom Parlament. Ich meine, gut, wenn jetzt am Abend dann, ne? Es sind halt zwei recht viel befahrene Querstraßen nachts betrunken. Ja, genau. Und vor allem, ja gut, dann müsste man das eventuell bedenken, wenn die Gäste wieder wegfahren. Wie betrunken sind sie? Taxi. Fall vielleicht genau darlegen, ob man das mitbedenken möchte oder nicht. Ansonsten Entgebühren für diese Location. 30 bis 40 Leute ist ja jetzt noch nicht so viel. Es ist auch nichts Kommerzielles. Nö, natürlich ist das Objekt hier recht exklusiv, würde ich fast sagen. Das ist schon ziemlich. Also, Ausstattung wird hier ja auch gestellt, je nachdem. Also gut, wenn sie dekorieren wollen, ist das, sage ich mal, deren Problem. Ja, das müssen die dann ja stellen, ne? Dann kommen ja noch die Reinigungskosten hier oben dazu. Richtig, die Stromkosten. Wir haben da, genau, wir haben da zwischen 50 und $500. 500 wäre natürlich zu viel. Ja. Für so eine Feier. Es ist aber auch Alice Logistics. Ich weiß nicht, ob man da $200 ansetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich mit den Unternehmen gar nicht aus. Alice Logistics ist hier, die kümmern sich ja, okay, der Name ein bisschen verrät, um die gesamte Logistik. Klar. Das heißt, die Bestellungen vom Supermarkt gehen dahin und die liefern auch alle Restaurants an und so. Also die wenn kümmern dann, sich um die komplette Grundversorgung. Mitunter, ja. Genau. Okay. Aha. Ja, ansonsten, also ich finde es sehr positiv, dass hier so viele Heizpilze stehen, ist ja überall. Ja, wirklich. Jetzt fällt es mir auch gerade erst auf. Da hinten zwei, dort auch nochmal. Gut, der Pool ist beheizt. Toiletten würde ich auf jeden Fall noch schauen, ob man die im Gebäude nutzen kann.
Warte weil mal. Sonst, wollen wir nicht, dass alle in den Pool pieseln? Das wird sonst ein wenig unhygienisch. Ach, no access. Ach, nee, okay. Ich dachte, das wäre die Toilette. Ich dachte, dahinter geht es zu den Toiletten. Das wäre ja nochmal. Ja, stimmt. Notdurft. Ja, kann man gleich einfach Herrn Garcia fragen, ob man die Toiletten im Gebäude nutzen kann. Wenn nicht, müssten sie sich von Bunnycore was organisieren, obwohl es wahrscheinlich ein bisschen doof aussieht hier. Ja. Pixie-Klaus hinzustellen. Das würde die ganze Location sprengen. Ein bisschen unschön machen, deswegen, ob sie da irgendwie absprechen können mit Records. Ja, genau. Aber so spontan würde mir so viel mehr nicht einfallen. Gut, wir hatten ja schon die Infos, wer, was und wo. Das müsste man natürlich vorneweg, das können wir nochmal erwähnen, aber ansonsten, ja. War eigentlich alles, oder? Ich denke, die Zäune hier vorne, das ist ja auch alles. Also, ich meine, wer da noch drüber springt, der ist der ja hat, auch schuld, oder? Oder der will es so. Na gut, man ist bestimmt, aber sie haben ja Security. Ob sich die sich dann auch noch um die Schnapsleichen kümmern müssen? Ich meine. Naja, aber ich meine, das ist ja eigentlich ausreichend, oder? Ja. Geschützt. Ja, schon. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Höhenangst. Ich wäre sowieso, selbst wenn ich besoffen bin. Hab ich fast gesehen. Okay, wir kommen. Wir wollten nur besonders gründlich sein. Alles gut. Wir ziehen sie auch ein bisschen auf. Das ist völlig in Ordnung. Lass uns einfach erstmal anfangen. Also, wir hatten ja schon von Ihnen die Grundinformation mit was, wo und wer. Also, dass die Logistiker das hier machen wollen und eine Weihnachtsfeier. Wann genau, müsste man natürlich auch noch abklären. Ansonsten haben wir gesagt, dass man auch noch erfragen müsste, wie das ist mit den Partnern, die Sie da denken, mit denen Sie da arbeiten wollen. Zu einem natürlich, dass man hier eine Security- oder Sicherheitsservice hätte, um auch zu schauen. Ich meine, das ist ja nur die Security, das ist ja nur Alice Logistik, das ist ja nicht der, keine Ahnung, Los Santos Gun Club. Ja, aber ich denke so bei einer Weihnachtsfeier, dass da halt auch geguckt wird, wer da reinkommt und sowas. Ich weiß nicht, ist mir jetzt nicht böse gemeint. Ich glaube, auf einer Weihnachtsfeier, bevor es da irgendwie zu Schlägereien kommt, muss man eher gucken, dass es wenig Alkohol und viel Kondome gibt. Okay. Auch wieder war. Also wir haben hier genug Lieben. Ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie das mit der Privatsphäre ist. Aber, das ist bei manchen ab 2,0 Promille da auch irrelevant, glaube ich. Ansonsten kann man ja auch den Pool nehmen, wenn man ein bisschen abtaucht, weiß ich nicht. Aber ansonsten haben wir halt auch geschaut, von der Ausstattung hier ist ja eigentlich schon so gut wie alles, abgesehen von Dekoration, vorhanden. Gerade wenn es jetzt kälter wird, die ganzen Heizpilze. Der Pool ist ja auch beheizt, meinten sie. Die Bar sieht gut ausgestattet aus. Man bräuchte natürlich einen Caterer, der auch dementsprechend eine Lizenz hat, den Alkohol auszuschütten. Auszuschenken. Entschuldigung. Wollte schon sagen, also. Ja, der darf ihn auch ausschütten, wenn er noch nicht so geübter Barkeeper ist, das passiert. Okay, also ich sag Ihnen mal, wie es ist. Wie gesagt, wir sind ja von Logistik und wir sind ja sehr wichtig und deswegen sind wir sehr erbost, dass wir nicht das Casino-Dach kriegen, sondern nur hierher ausweichen müssen. Aber es ist so, Cheers wird Ausschank machen. Ah, okay. Es wird hier ganz normal geöffnet. Ich brauche keine Security. Es werden 30, vielleicht 40 Leute sein. Es kommen sowieso nie alle. Also gehe ich mal davon aus, so 30 bis 40 werden schon sein. Mit plus 1 im Normalfall. Und wir wollen, wie gesagt, einfach nur Weihnachtsfeier machen. Ob jetzt der Pool groß genutzt wird, auch wenn er beheizt ist, ist ja ein bisschen schwierig. Hinten kann man sich zwar umziehen, aber ist jetzt keine Hauptbenutzung im Pool. Ansonsten Essen weiß ich noch nicht. Da wird bestimmt auch irgendwie jemand kommen, weil Grill gibt es hier oben ja keinen. Und ich wollte jetzt halt nur mal wissen, was das hier so kostet und was da auf mich zukommt. Genau. Also einen Punkt hätten wir da noch. Also zur Parkmöglichkeit ist ja beim Parlament eigentlich gut gegeben mit der öffentlichen Garage. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ich denke, Shuttle Service wäre da ein bisschen übertrieben vielleicht, außer für die Schnapsleichen für den Rückweg eventuell. Zu den Kosten haben wir halt geschaut, also Mietgebühren. Es ist ja doch eine recht exklusive Location. Exklusiv ist die nicht. Da waren Geburtstagspartys gewesen. Ach so, okay. Da Cheers hat da was gemacht. Das ist die Leute von dem Plattenlabel können hier hoch. Selbst der Typ vom Zivilamt, dem Finanzamt, darf da hoch. Also so exklusiv kann es ja da nicht sein.
Ja gut, auch mit der Ausstattung, die hier schon vorhanden ist und den mit Reinigungs- und Bearbeitungskosten hätten wir jetzt gesagt, dass wir so um die $200 nehmen. Gerade wenn man die Stromkosten bedenkt mit der Beleuchtung, den ganzen Heizpilzen. Der Heizpilz braucht keinen Strom. Aber Energie irgendwie. Ich bin kein Elektriker. Rumreise. Ja, die Gaskartusche so drin ist, genau, ist egal. Das ist Energie und sie zahlen jetzt, sonst lasse ich hier nicht mehr vom Dach. Zumindest nicht auf dem normalen Weg. Nein. Okay. Wir machen das gleich ganz einfach. Mhm. Die Grundprinzipien sind ähnlich, ja. Was das betrifft. Wenn wir bei einer anderen Location sind, haben wir dasselbe Szenario, aber Baby macht das, Miss Stone. Dass ihr mal einen Vergleich habt. Mhm. Okay. Ja? Ich mache es jetzt beim Pipeline oder was? Genau. Als Hint so ein bisschen, wir sind nicht da, um deren Partyplanung zu übernehmen. Okay, ja. Ja? Manche versuchen uns da ein bisschen reinzudrücken und ja, wir müssen natürlich auch diverse Aspekte davon aufgreifen, überlegen und Fragen stellen. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück, wenn wir nicht bei der anderen Location sind, weil da wäre das eine relevante Frage gewesen, in der Location eher weniger. Ja, okay. Ist aber auch nicht schlimm. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch, und zwar, wie das in dieser Location wäre mit der Toilettennutzung, weil wir hatten das bei der Hochzeit gestern, dass da vom Bunnycore so Dixi-Klos, ich meine, das würde die Location hier wahrscheinlich das ein bisschen unschöner machen, ob dann hier die Toiletten im Gebäude mitgenutzt werden können und sowas. Sehen Sie das da vorne links, hinter sich, die Tür? Ja, da ist vielleicht No Access. Da dachten wir, das ist wahrscheinlich irgendwie Wartung oder so. Nee, das ist einfach nur, unten ist ja noch das Tonstudio. Es ist ein vollwertiges Tonstudio, wo auch die DJs ihre Sets zusammenstellen können und so weiter und so fort, ja. Und dahingehend ist es dann halt, wenn da halt auch andere Sachen gemacht werden, die jetzt nicht unbedingt angemeldet sind oder die Leute haben halt meinetwegen für ein oder zwei Tage das Studio gebucht und denken dann, ich relax hier oben mal und das ist nicht irgendwie hinterlegt, ne, dass dann danach auch gereinigt wird, dann gehen vielleicht ein paar Leute, gerade Musiker sind ja bekannt dafür, dass die vielleicht auch gerne mal ein bisschen am Austicken sind. Aha. Ja, dass es nicht verunreinigt da oben ist und keiner merkt was und die nächste Veranstaltung ist da und das ist dann unangenehm. Aha, ja. Deswegen wird es grundsätzlich so gesagt, hat aber natürlich Access, wenn hier eine Veranstaltung ist. Alles klar. Ich verstehe. Soll bloß zurückschrecken, aber wenn halt so ein, sagen wir mal, so ein Musiker, ja. Ja gut, wenn da Restrooms draufsteht. Ist, dann geht er auch in den Pool, wenn es sein muss. Brauchen wir nicht drüber reden, aber. Gesagt. Ja, sehr schön. Ich habe es nicht ausgesprochen. Ich habe nur gesagt, dass er in den Pool geht. Gut. Dann schließe ich euch die Türen wieder auf. Und dann fahren wir mal zur nächsten Location, ne? Mhm. Weg von meinem Dach. Wie dingelig müssen wir bei der Sicherheit sein, wenn es um so Höhen geht? Also ich meine, da sind ja Geländer oben auf der Dachterrasse und auch noch die Blumenkästen davor. Müssen wir dann noch davon ausgehen, wenn die betrunken sind und fahrlässig oder... Das Zivilamt, Finanzabteilung, Stone? Machen wir gleich alles. Mhm. Hallo. Also es kommt auf den Umfang an. Wenn Sie wirklich vorhaben, das auch auf Whistle zu posten und alles, das ist dann. Richtig, Also wirklich nur unter sich, unter Freunden, da wird nichts gepostet, da wird kein Geld irgendwie eingenommen.
Ja. Ich bin gerade auf mehr oder weniger auf einen Termin. Ich würde mich dann gleich nochmal bei Ihnen melden, ja? Eventuell trifft man sich dann doch mal, dass man das mal kurz einmal in Ruhe bespricht. Alles klar. Man soll das Ganze dann stattfinden? Heute nicht mehr, denke ich mal, ne? Okay. Ich melde mich sonst so in 20, 30 Minuten nochmal bei Ihnen, ja? Ja, ist auch der richtige Weg auf jeden Fall. Alles klar, bis gleich. Sie hat den Weg alleine, glaubst du? Auch mit der habe ich gerade telefoniert. La Dolce Vita, oder wie sie sich nennt. Ja. Was wolltest du? Die möchten nur unter Freunden eine kleine Feier machen, am Stadtpark, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Soll nichts gepostet werden, aber sie möchte sich da eventuell wirklich den DJ-Bus und alles hinstellen lassen. Dann schon wieder so ein bisschen an der Grenze dann, ne? Sie hat kein Unternehmen, da wird der ganze Stadtpark blockiert und für das was? Das wird ja also, dann ganz schnell dann von irgendwem doch, dann doch gepostet und sowas. Ja, ne? Erstens das, zweitens hat sie das nicht unter Kontrolle, wie das dann ist, weil, wie gesagt, wenn dort ein großer Partybus steht und ein Stadtpark, das ist ein Anlaufpunkt, dann hast du ganz schnell eine Riesenveranstaltung da. Also das lieber irgendwie unter privaten vier Wänden machen. Was ich von ihr weiß, Fakt ist, sie wurde falsch beraten, was Startup-Beratung betrifft. Da finde ich aber noch raus, wer das war. Ja? Weil da waren Sachen dabei, die gehen eigentlich nicht mehr. Da müssen wir wirklich nochmal nachhaken. Sie hat das Unternehmen eingereicht, also den Antrag eingereicht, dass sie das machen möchte und die Lizenz dafür haben möchte. Aber sind wir mal ehrlich, 99,9% wird der nicht durchgehen. Ja. Ja, Food-Unternehmen sind schwierig, ja. Food-Unternehmen grundsätzlich. Und dann war es ja so, dass wir schon mal... Ich melde mich später bei dir, ich bin gerade bei einer Begehung. Danke, tschüss. Genau. Wo war ich denn jetzt nochmal, verdammte Hacke? Ja, auf jeden Fall. Genau, ich habe mich mit ihr dann nochmal unterhalten. Ich habe das auch gesagt, dass ich nicht zu hohe Hoffnung machen sollte. Zu viel Hoffnung. Und ich habe halt nochmal nachgefragt. Sie nimmt da kein Geld dafür, gar nichts. Es gibt halt Leute, die geben ihr Geld. Da kann sie sich dann auch nicht verwehren. Sie muss halt nur ein bisschen aufpassen, wie sie das macht, weil... wenn es zu viel wird, dann sind wir dann auch wieder in dem Bereich, wo kommerzieller Handel betrieben wird. Ja? Und das darf sie nicht betreiben. Punkt aus. Ja. Auch wenn sie keine Preise angibt. Von dem her muss man da endlich mal schauen. Aber wie gesagt, dem sie dann so eine Veranstaltung macht, käme sie sowas ja nach. Sie hat kein Unternehmen. Und es ist, wenn sie das öffentlich macht, ist es auch keine private Party, weil der Stadtpark öffentlicher geht es nicht. Wenn sie bei sich zu Hause was macht im Garten, ist es ihre Sache. Solange sie keinen Eintritt nimmt oder sonstigen Handel dort betreibt. Deswegen Stadtpark findet nicht statt. Ja, ja. Also erst dachte ich so gar kein Problem, aber als ich dann gehört habe, im Stadtpark und noch mit DJ-Bus hinstellen und so, ja. Ja, dann sind wir bei einer Veranstaltung ohne Lizenzierung. Die hat ja nicht mal einen Betrieb. Ja. Die war aber bei uns auch nur einmal zur Startup-Beratung. Da hatte sie, soweit ich es mitbekommen habe, auch wirklich schon alles vorbereitet und hatte sich da wohl bei irgendwelchen Freunden erkundigt. Und inwiefern wurde die Startup-Beratung gemacht? Ich stand nur daneben, ich meine Kira, aber da war gar nicht so viel, weil wie gesagt, die Dame hatte eigentlich schon alles so selber im Kopf, sage ich mal. Und Kira hat ja auch gesagt, dass das zu 99% bei Food-Unternehmen schwierig wird. Also es wurde halt auch falsch angesagt, wenn sie ein Startup gründen, dann gehen sie erstmal oben links in der Bank an den Schalter, um da alles einzubezahlen, dass sie die Möglichkeit haben, dann rechts am Schalter der Verwaltungsschalter dann alles eintragen zu können, ne, was relevant ist für ihren Betrieb. Wie heißt der? Was machen sie da? Und so weiter und so fort. Ja, welche Connections gibt es eventuell schon? Und. Und dann müssen sie halt abwarten, bis der Antrag bearbeitet wird von der jeweiligen Abteilung der Staatsverwaltung. Und dann sieht man, wenn man an den Verwaltungsschalter geht, recht regelmäßig, hat man linksseitig stehen, welcher Antrag das ist. Und darunter steht ganz klein geschrieben, im Kleingedruckten, ob der angenommen worden ist oder abgelehnt. Ja? Wenn der angenommen wird, dann bekommen sie ein Bankkonto, sie bekommen einen Ausweis und sie bekommen was wissen? Fahrtguthaben. Ja, das sowieso.
Whistle nicht unbedingt. Jetzt nochmal, Bankkonto, was, E-Mail? Also eine Sache, die habe ich, hab die jetzt auch nicht. Leitstelle? Vielleicht? Leitstelle, danke, genau. Leitstelle, Ausweis und dann Konto, logischerweise. So, auf diesem Konto, Sie haben ja $5,000, zahlen Sie ja ein. Bekommen Sie $1,500. Das bleibt auf Ihrem Konto. Alles andere ist Bearbeitungsgebühr, Einrichtungsgebühren fürs Konto und für alles andere auch und so weiter und so fort. Genau, und sollte das Startup nicht genehmigt werden, dann muss man bleiben bei einem die 5000 Euro drin, Dollar genau. drin. Die bleiben, ja. Sie können so viel Versuche, wie Sie möchten, da machen. Die bleiben aber als Sicherheit hinterlegt. So, das wusste die Dame nicht, weil die davon ausging, die kriegt man dann wieder ausbezahlt. Und es wurde ihr gesagt, dass $2,500 drauf sind. Oh, da muss ich aber Kira in Schutz nehmen. Also ich würde meine Hand dafür fast ins Feuer legen, dass sie ihr das, also mit den $1,500 hat sie ihr gesagt, auch dass sie dann halt ein Paket bekommt mit den Firmenausweisen und so weiter. Also das wurde ihr, würde ich jetzt wirklich behaupten, mitgeteilt. Aber ich denke mal, Kira hat das noch besser in Erinnerung. Aber wie gesagt, die Dame war auch sehr aufgeregt und hatte schon alles so selber im Kopf, wie sie das machen möchte. Ja, das habe ich hier aber dann, ich habe das dann am Supermarkt, hat sie mich dann, nachdem sie wusste, wer ich bin, darauf angesprochen. Und dann habe ich das nochmal klargestellt. Das Problem ist öfter, das war jetzt auch kein Affront gegen Kira. Es geht bloß darum, dass wir halt wirklich alle dieselbe Information rausgeben, wenn wir sowas tun. Ja. Na, klar. Und dann auch sicher ist. Ich meine, man kann immer mal einen Stolperer haben, das ist kein Ding. Aber es muss halt trotzdem in dieselbe Richtung gehen. Das Problem ist halt bei vielen, dass die informieren sich bei so vielen verschiedenen Leuten und haben dann verschiedene Informationen und dann bringen sie was durcheinander mit der Aufgeregtheit und dann ist auch blöd. Ja, bringt das ja dann stimmt. auch kein was. Vor allem, wenn es dann aufs Zivilamt zurückfällt. Ja, gut, wir haben vor das Finanzamt gehabt, also auf Zurückfallen reagieren wir schon fast nicht mehr. Das seid ihr jetzt noch mit Zivilamt gut bedient, bei Finanzamt waren dann noch andere Geschichten am Laufen. Aber die Finanzabteilung haben wir trotzdem noch. Gut, wir gehen jetzt zu einer Location, das ist das ehemalige Pipeline Inn. Das war damals auch ein Betrieb, der hier ganz mal geöffnet hatte. Ganzjährig ist dann umbenannt worden in Club M und hat auch eine andere Location erhalten, die in einem Keller ist, so eine Shisha-Bar war das immer. Und es ist jetzt auch immer so ein Shisha-Club ist es jetzt eher. Ja? Mhm. Das heißt, wir gehen da jetzt hin, ist dieselben Anforderungen und Miss Stone macht euch das jetzt gleich mal kurz vor, ja, auf was es ankommt. Dann sage ich nochmal was mit Security und so Sachen, sage ich dann gleich nochmal was mit dazu. Wo vielleicht ein, zwei Sachen anders sind, die man hier bedenken muss, anstatt oben. Mhm. Ja? Alles klar. Okay. Miss Stone, sind Sie bereit? Sind Sie aufgeregt? Soll ich jetzt einfach das machen, was die beiden gerade gemacht haben, oder? Ja, gut, halt so, wie wir es sonst immer machen. Oh, man richtig wahrscheinlich. Was sind jetzt ein bisschen? Das Zivilamt Finanzabteilung Stone. Hallo, Herr Kayum. Jetzt klingt man hin. Es ist dienstlich, weil ich bin dienstlich unterwegs. Achso. Okay. Moment, ich habe hier gerade meinen telefonierenden Chef mit am Ohr. Tschüss. Ja, wir zünden jetzt das Tattoo an. Mach's gut, tschüss. Arbeit in deinem Scheißbums, sonst komme ich rein und mach mal Aktenprüfung bei euch. Jetzt kommt er doch hierher. Das gibt's doch nicht. Sie stören eine dienstliche Maßnahme. Bitte entfernen Sie sich. Ich bin sofort wieder weg. Ne? Ich muss hier nur kurz... Ich wollte jetzt was in die Hand drücken. Aber nee, ich bin dienstlich hier. Ach so. Okay, dann nicht. Tschüss. Danke. Bis später. Tschüssi. Jetzt muss ich aber selber nochmal zurückrufen. Es geht dann gleich los. Mhm. Was ist denn da? Gleich da. Mhm. Sehr schön hier. Also das nenne ich schon mal... Nee, also nice. Blick aufs Meer? Ja, das stimmt. Oh. Das ist nicht so nice. Nee. So. Aber Partybeleuchtung auch gleich. Das stimmt.
Mal, Holly, du warst jetzt nicht offiziell Praktikantin von der Finanzabteilung, oder? Nein. Okay. Leider nicht. Morgen ein Finanzabteilungsgesprächstermin mit Logistik. Okay. Also, ich hatte mal Paco fragen, ob es in Ordnung wäre, wenn du dem vielleicht mal beiwohnst oder so. Ja. Du hattest ja generell, glaube ich, auch Interesse genau an der Finanzabteilung, ne? Genau, hatte ich Kira und Lilly wussten da schon Bescheid. Weißt du, was mit der jetzt auch noch am Telefonieren ist, dann kläre ich das mal eben hier mit der Gotti. Auch wenn die, glaube ich, eh vor dem Gebäude steht, aber. Und wie war euer Fahrprüfling vorhin? War gut. Wir sind nur ja? ein paar klitzekleine. Also meinst du jetzt die Kombi oder meinst du den Boot? Ach so, und ich meinte den richtigen Führerschein. Boot ist ja immer nur Einweisung und. Ja. Ja, war in Ordnung. Ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen, aber Marco konnte mich dann ein bisschen wieder sagen: Das ist alles okay, das passt. Ja. Ach, wenn sie grundsätzlich gut und sicher fahren. Ja, doch, das war er. Das ist doch schön. Nur an der einen Stelle da, ja. Ja, solange sie die Leitsche hat, kommen sie mit, dann machen wir gerade eine kurze Runde und dann ist gut, ja? Alles klar. Dann mache ich das ganz kurz. So, also grundsätzlich haben wir hier die Möglichkeit, da müssen wir ein bisschen aufpassen, hier die... der sich von hier bis nach vorne erstreckt. Man hat zwei Bars, die ja nahezu identisch ausgestattet sind. Das heißt, somit verteilt sich der ganze Gästeansturm meinetwegen auch ein bisschen. Heißt, da das ja ganzjährig betrieben worden ist, ist natürlich so, sollte es jetzt irgendwie zum Regnen oder so kommen, kann man von draußen dann nach innen wechseln. Das passt ungefähr von den Sitzmöglichkeiten. Ja, auch ja, vom Stehen her, das nimmt sich fast nichts. Ja. Mhm. Das heißt, das gehört auch alles dazu. Die Besonderheit hier ist, hier rechts haben sie einmal das Tattoo. Genau. Ja, wo auch der Hintereingang ist und oder Ausgang, je nachdem. Und vorne haben sie, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch da sind, Vespucci Tabacco. Genau, ja. Das hatte Marco mir schon mal gezeigt. Es gibt öfter mal, oder es gab damals öfter Probleme, weil natürlich Partygäste durchs Tattoo gelatscht sind. Ne? Die haben gedacht, das ist kürzer, also wir parken da, laufen durchs Tattoo, anstatt die einfach den Weg da hinten rumnehmen. Aber gut. Menschheit ist bequem. Und bekloppt, ja. genau. Also ansonsten ist hier alles verfügbar. Wir laufen jetzt mal kurz vor. Den Rest sehen Sie ja, also ne, die Sitzgarnituren und so weiter. Da wird nie groß umgestellt, warum auch. Ich meine, es ist funktional, es ist alles da, mehr braucht man nicht. Dann ist gut. Ja. Hier ist Sitzpult. Ja, auch da voll ausgestattet mit allem drum und dran. Ansonsten gibt es da noch die Möglichkeit, ich halte jetzt nicht an, das könnt ihr vergessen. dann habt ihr den Grill. Mhm. Und da hinten, ja, wie soll man sagen, kleine Lounge. Lounge-mäßig. Da gibt es natürlich jetzt auch mehrere Möglichkeiten, dass man sagt, hey, wir machen eine Party, haben VIP-Tickets vielleicht, wo es hier sich irgendwas Special-mäßiges noch gibt und man ist da vielleicht auch ein bisschen intimer oder so von der ganzen Veranstaltung her. Man ist nicht so im Pulk mit drin. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Oder man lässt es halt einfach offen oder man schließt es. Grundsätzlich ändert ist ja hier der Unterschied. Bei dem anderen Ding war man ein bisschen abgeschottet. Man war auf dem Dach. Ja? Ja. Man braucht bei Bunnycore jetzt nicht unbedingt als Veranstalter zu schauen und da irgendwie noch was absperren lassen. Hier wäre das natürlich schon möglich. Ja? Mhm. Dass man zum Beispiel, dass nicht jeder hier reinkommt, dass man vorne am Eingangsbereich an den Treppen vielleicht absperrt oder ne, vielleicht hier, wenn man da vorguckt, dann vielleicht so absperrt, dass dann einfach so im vorderen Deck eventuell sich dann die Leute sammeln können, Platz ist, auch durchsucht werden können und dann ist gut, ja, um Eintritt zu verlangen, um einfach auf Waffen zu checken und so weiter und so fort. Ja. Ja. Wenn hier die Party ist, welche Fragen stelle ich da, wenn es 30 bis 40 Leute sind? Ja, es ist ein Privatunternehmen. Ich frage einfach nach, hey,
habt ihr vielleicht dran gedacht. Da in dem Fall kann man auch schon mal Tipps geben. Also Tipps schon, aber wir planen es nicht für die. Mhm. Weil das hier sehr offen gestaltet ist, habt ihr denn schon mit Bannico zum Beispiel gesprochen? Ja? Habt ihr eventuell vor, noch mit Security zu sprechen, dass da ein, zwei Leute stehen? Ja? Einfach nur, dass es darum geht, dass da was stattfindet. Muss man eigentlich nicht machen. Ja? Weil das Ganze ist hier geblockt. Das heißt, wenn man vielleicht vom Bannikor vorne so einen Eingangsbereich basteln lässt, das machen die ja mit ihren Absperrungen, ist es auch kein Ding. Mhm. Grundsätzlich kommt es immer drauf an, wie viele Leute sind es, welche Gegebenheiten haben wir, was für eine Veranstaltung ist das. In dem Fall verdienen die Geld damit, nehmen die irgendeine Art und Weise Geld ein, ne, durch Eintritt oder sonstiges, oder ist es wie jetzt eine Firmenfeier? Und bei Firmenfeiern geht es einfach bloß darum, dass wir uns das Ganze anhören, was die ungefähr vorhaben, dass es auch dementsprechend so sicher wie möglich ist. Heißt aber nicht, dass wir Fort Knox draus machen. Ja, schon, ja? Klar. Mhm. Weil grundsätzlich der Veranstalter muss haften. Ja, klar. Nur wenn wir halt von vornherein schon gesagt bekommen, dass die hier Bock haben, was sie sich Arschbomben vom Pier zu machen und was sich was und alles funktioniert erst ab 2,5 Promille oder was weiß ich für ein Zeug, dann sagen wir halt auch, vielleicht nicht die beste Idee, aber grundsätzlich müssen die es dann auch schon selber wissen. Ja. Solche Sachen sind immer easy going. Also wir stellen Fragen, wie groß ist das, was für ein Happening ist das, wird Geld eingenommen, ja oder nein. Ja. Genauso ist es, ist auch ein Food-Unternehmen oder so da, weil es wird ja zum Beispiel so sein, wenn Cheers da ist oder ein Food-Unternehmen, dass die auch die Anlagen wie die Bars zum Beispiel nutzen, Kühlmöglichkeiten eventuell nutzen und so weiter und so fort. Muss Parkservice gestellt werden, ja? Mhm. Dann kommt es drauf an, muss vielleicht irgendwie Shuttle-Service oder sowas noch beantragt werden. Das müssen alles die machen. Aber das sind halt so Sachen, wo man sich dann im Weitestgehenden auch überlegen muss, ist dann auch der Shuttle-Service, wo werden die abgeholt, wer werden sie hingebracht? Und dann darauf hinzuweisen wegen Sicherheitsaspekt. Wenn die sagen, ja, die werden vorne an der Straße auf der anderen Seite rausgelassen, die müssen dann rüberlaufen. Eingang West Highway, vielleicht nicht die geilste Idee. Mhm. Ja, das stimmt. Schlussendlich, auf was müssen wir aufpassen? Das ist staatliches Eigentum. Das heißt, die Leute können hier zwar feiern, müssen aber dementsprechend auch gut mit den Sachen umgehen. Ja, dann gehe ich drauf ein, wie viel Leute sind es, also fällt vielleicht auch mehr Müll an, es wird schmutziger. Welche Location ist das, wie groß ist die? Die Location zum Beispiel ist ja weitaus größer als die auf dem Dach. Definitiv, das heißt, ja. Wo setze ich da ungefähr an? Da kriegt man dann irgendwann ein Gefühl dafür. Die einzige Location, die wirklich einen Fixpreis hat, ist das Casino-Dach, weil das eine hochexklusive Anlage ist. Und dementsprechend bei $750 fest ist. Aber die werdet ihr niemals alleine vergeben. Da bin immer ich dabei. Okay, klar. Grundsätzlich. Mhm. Wenn jemand die anfragt auf privater Basis, nein. Mhm. Immer nein. Alles andere, wenn sich zum Beispiel Cheers meldet oder so, da ist es was anderes. Die setze ich aber mit mir in Verbindung, weil wir vergeben die. Ja, also wir gucken, welches Unternehmen hat jetzt über einen gewissen Zeitraum gute Partys gemacht, hat einen Mehrwert für die Stadt dargestellt, wirtschaftet gut, arbeitet gut, verhält sich gut und die bekommen zum Beispiel so eine Sache. Mhm. Ja, weil Casino-Dach kann ich eine hochexklusive Party machen und dann natürlich dementsprechend die Eintrittspreise auch festlegen, die, sagen wir mal, ein bisschen höher sind. Mhm. Ja, klar. Ja. Genau, also das sind so die Fragen. Das heißt, bei den Locations wie hier oder wie auf dem Dach machen wir maximal $500. Aber maximal, da muss aber dermaßen viel passieren. Sie waren mit den $250 eigentlich wirklich gut dabei. Ja, okay. Das ist eine ganz gute Summe, denke ich auch. Wenn es hier stattfindet, muss man mal gucken, aber auch $250, $300 sind vollkommen in Ordnung. Weil man muss ja auch bedenken, was haben wir groß an Arbeit? Ja? Ja. Die müssten Bannikor bezahlen, wenn was ist. Die müssten das machen, jenes machen. Die einzige Sache ist, dass ein staatliches Unternehmen ist, ein staatlich gefördertes, muss man natürlich auch fragen, hey, passt auf, ihr macht eine Party. Wir brauchen bitte eine Kostenauflistung. Was kostet euch der ganze Spaß? Ja? Weil es sind ja immer noch Staatsgelder, die ausgeben. Ja. Das entscheidet dann allerdings jemand von der Finanzabteilung. Richtig. Genau, was man auch machen kann, gerade Locations, die vielleicht öfter genutzt werden, dass man einfach mal in der Haupteventliste dann mal schaut, was hat vielleicht,
was hat man für diese Location beim letzten Event genommen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen daran orientiert. Mhm. Also zum Beispiel der Steinkreis im Grapeseed, der wurde schon 2-3 Mal benutzt in letzter Zeit. Oder was haben wir sonst noch? Hochzeiten, Partys, der Pipeline alles, ja. Natürlich. Da Strand. Auch schon mal. Ja, wobei in letzter Zeit Pipeline hat man, glaube ich, in letzter Zeit gar nicht mehr, ne? Nö, schon sehr lange nicht mehr. Schon Pacific lange nicht Bluffs, mehr. Sowas. Das sind so alle Locations, die schon mal öfter genommen werden. Genau, Pacific Bluffs kennt ihr? Nein. Gut, dann fahren wir da gleich nochmal vorbei. Wir sind sowieso auf dem Weg und dann fahren wir langsam wieder zurück. Es gibt noch die ein oder andere Locations, die auch noch gibt, aber das sind jetzt keine Hauptlocations, die jetzt wirklich, sagen wir, in unserem Portfolio mit drin sind. Ja. Es gibt manche Ausnahmen, wie zum Beispiel Whitewater, die haben die ein oder andere Sache, wo die hinfliegen können für ein Angebot, was die halt für sich haben. Das ist aber mit uns auch immer abgesprochen, von dem her ist alles okay. Mhm. Nur, wie gesagt, bei Privatpersonen muss man halt immer schauen. Mhm. Das ist immer situationsbedingt, aber da habt ihr auch immer eine erfahrene Person da und irgendwann habt ihr da auch ein Gefühl dafür. Ja, okay. Ja, generell ist keine Eventanmeldung wie die andere. Also das muss man immer so ein bisschen individuell betrachten und entscheiden. Eigentlich ist es easygoing. Eigentlich schon, wenn man es einmal so drin hat, wenn man ein paar gemacht hat. Ich hatte es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr vorgestellt. Aber jetzt mit den Infos, das ist doch eher nur die Leute darauf hinweisen, worauf müsst ihr denn noch achten. Genau, und dass man halt wirklich schaut, das wird euch Baby dann ja auch, wird euch dann auch mitnehmen, wenn der Event dann feststeht, dass dann im PD kurz Bescheid gegeben wird. Ne? Weil ja. Das Ding ist einfach, auch wenn es hier privat ist, eine Weihnachtsfeier von LS Logistik, kein Eintritt, nichts verlangt wird, trotzdem ist ja ein Menschenauflauf und da wird das PD manchmal so ein bisschen nervös. Und somit wissen die Bescheid, hey, da ist von LS Logistik eine private Weihnachtsfeier, ja, und Betriebsweihnachtsfeier und dann ist gut, den Rest juckt die nicht. Mhm. Ja. Wie gesagt, es gibt ja auch Events, die ein bisschen aufwendiger sind, wie ein Isle of Man oder der Triathlon von Whitewater. Mhm. Aber da werdet ihr ja nicht direkt ganz alleine hingeschickt. Also. Alles klar. Da gibt es ja dann, wie gesagt, noch ein paar mehr Sachen, die man da beachten muss, auch wenn es um Straßensperren und so geht. Mhm. Aber das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ja. Genau, da gibt es dann Befahrung mit dem FD, mit dem PD, ne, wo das FD dann auch schaut, wie ist es mit den Rettungswegen. Wo ist es strategisch am besten, wo die unterkommen? Das PD überlegt, ne, wo sperrt man ab, dann machen die das auch. Ja, und. Also das ist dann meistens schon nochmal eine größere Nummer, aber auch das ist nie wirklich schwierig. Ja, weil ihr könnt ja im Endeffekt hingehen und könnt ihnen sagen, passt auf, Leute, wir möchten von euch ein Konzept haben. Wir müssen uns auch ein Bild davon machen, wie es ausschaut. Isle of Man zum Beispiel hat uns ein schönes Fotoalbum gegeben, da war alles drin. Die Strecke war drin, wo ist welcher Streckenposten, wo befindet sich FD, wo ist die Boxengasse mehr oder weniger und da war alles mit drin. Mhm. Ja. Und die kamen erst zu uns, als das PD Bescheid wusste, die Justiz Bescheid wusste, weil nur die Justiz kann zum Beispiel die STVO außer Kraft setzen. Genau, ja. Ja, was ja bei so einem Rennen notwendig ist. Richtig. Und das sind so Sachen, das haben die von vornherein gemacht. Somit wussten alle Bescheid, die Bescheid wissen mussten und wir konnten die Begehung machen, weil schon alles geregelt war und mussten nicht eine Begehung machen, dann wieder warten, bis sie was geregelt haben, dann wieder hingehen, ob das wirklich passt, das macht keinen Sinn. Also schickt die Leute gern wieder weg und sagt, wir möchten bitte ein Konzept haben, wenn es wirklich große Sachen sind. Ja? Okay. Mhm. Dann ist gut, aber das ist, wie gesagt, easygoing alles. Dann fahren wir noch kurz zu Pacific Bluffs. Das ist ähnlich wie hier. Das ist nochmal ein bisschen größer, meine ich sogar, Gefühl her. Und dann Casino-Dach ist irrelevant. Das ist, wie gesagt, das... Ich werde euch mitnehmen, wenn eine Begehung ist, nochmal mit Cheers. Ich weiß nicht, wann das jetzt stattfindet. Die kommen nochmal auf mich zu. Da könnt ihr gerne mal mit hoch. Daran soll es nicht scheitern, aber wie gesagt, ansonsten passt das schon. Okay. Ja. Auf ein Wort kurz, Paco. Ui, auf ein Wort. Ja. Ich hätte sie immer so förmlich. Ich kann gerne schon mal zum Auto, wir kommen sofort. Ja, alles gut. Das wollten wir eben. Achso. Ich habe echt gedacht, dass es viel mehr ist, aber einfach nur Fragen stellen und die Leute oft darauf hinweisen. Naja, gut, irgendwann muss es halt dann auch organisiert sein und dann kommt die ganze Aktenarbeit noch. Ja, natürlich, aber das ist jetzt mal am Anfang. PD. Ja, gut. Hängt halt immer so ein kleiner Rattenschwanz dran, aber es ist eigentlich, klingt sehr
Das ist ja eigentlich. Ja. Und wenn man dann erstmal das Ganze geplant hat, dann kommt die Akten, ja, wie du schon sagst, die Aktensache. Aber das ist dann ja nun, das ist ja quasi dann die Formsache, die dann dafür noch fehlt. Der Hauptteil ist halt, kommt von denen. Das stimmt. Na gut, aber wir können ja auch nichts mehr machen, wenn dann zum Beispiel bei Isle of Man, wenn die Richter da dann entscheiden, nee, dafür setzen wir es nicht, dann ist unsere Arbeit dann auch schnell vorbei wieder. Ja, aber das liegt dann, dann hat er halt das, die Justiz Nein gesagt. Und das ist richtig. Das ist dann so. Pacific Bluffs, nee, sag mir. Meine, das ist der Club, wenn man hier weiter hochfährt. Also das heißt Club, aber die Location trifft es am besten. Ich bin da schon ein paar Mal vorbeigefahren, aber drinnen war ich noch nicht. Nee, sag mir so, nee, sagt mir gar nichts. Das vielleicht hier auf. Auf Whistle? Whistle? Bin gerade am gucken. Unterbahn? Nee. Nee. Das nicht. Das ist Whitewater. Ja, gut, das kann aber, muss aber auch nicht unbedingt auf der Karte sein. Nee, das ist ja kein eigener Club. Ach so. Das ist eine Location. Ja, genau. Ach so, ich dachte. Nicht so. Hast du dich soweit schon eingelebt, oder? Ja, ich habe mir jetzt vor 2 Tagen ein eigenes Haus gemietet. Oha. Ja, sehr gut. Und einen Wagen schon mal. Oder also, noch gar nichts auf Whistle, Mensch. Nee, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein, keine Ahnung, wenn ich diese ganzen Fotos da von den Frauen sehe, dann werde ich neidisch und sage denke ich mir so, ich krieg das doch eh nicht hin. Nee, einfach ein Wagen, damit ich nicht mehr mit so einem Tornado rumfahren muss, der sowieso schon geklappert hat wie eine alte Fischdose. Was hast du dir geholt? Eine Dilettante. Oh, ja, sehr schick. Süßer, kleiner, himmelblauer. Ja. Ja, wir können losfahren, kein Problem. Ja. 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 Warum denn? Also ganz ehrlich, es ist seine freie Entscheidung. Man hat mit ihm schon mal gesprochen. Er weiß, wie die Gegebenheiten sind. Ah. So. Hier dran bin ich schon vorbeigefahren. Aber kann auch gerne schon mal vorgehen, denke ich. Weiß nicht, wie lange der hier telefoniert. Irgendwo ist hier der Eingang. Ich glaube, hier kann man durch, genau. Ich hatte mit nee, die kann man nicht durch. Er muss okay. Gegen schießen. Dann hat es halt nicht funktioniert und dann war es halt blöd. Also irgendwo kommt man ja auf jeden Fall durch. Vielleicht war es auch auf der anderen Seite. Wir müssen gleich wieder drehen. Meine vorne war auf jeden Fall ein Durchgang. Aber vielleicht kommen wir auch hier unten durch.
Also man kann da auf jeden Fall auch links da lang, aber das ist ja irgendwie auch ein Umweg. Da hinten ist auf jeden Fall eine Leuchte über dem Turm. Also, egal. Ja, dann lass nochmal in die Richtung. Ich. Oder maybe. Schon wieder eine Orientierung. Ich lauf. Ja. Aber läufst du denn überhaupt hinterher, wenn du es besser weißt? Im Telefonieren bin und ein bisschen Hoffnung in dich hatte. Ich wollte uns nur den Parkplatz komplett zeigen. Also, Parksituation ist hier ja top, ne? Weiter rechts. Wenn wir jetzt hier hochgehen, meine ich. Oder? Wir gucken, wir finden das diesmal. Also Parksituation ist hier ja schon mal top geregelt. Ja, gut. Ja, da vorne sieht's doch gut aus. Ja, genau, da geht's einmal lang oder halt, wo wir gerade waren. Da kann man auch einmal so das Gebäude umqueren und kommt man da auch hin, aber. Mhm. Genau. Hat man hier schon mal einen großen Platz. Ui. Da unten ist dann noch ein Pool und eine voll eingerichtete Bar. Mhm. Ja, hier kann man sich's gut kennenlernen. Weiter vorne ist noch dieser Tennisplatz, ist das, glaube ich. Was ein Pool aber auch. Ja, ist nicht schlecht. Auch mit so einem kleinen Bereich, wo man sich auch reinsetzen kann. Mhm. Planschbecken für die Kinder. Genau. Also gerade wenn die Sonne untergeht, auch echt schön. Ja. Stimmt. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen zu spät. Die Sonne ist, glaube ich, schon untergegangen. Ja, also Vorteil ist hier auf jeden Fall, man hat wirklich viele Parkplätze direkt vom Gebäude, ne? Eine voll eingerichtete Bar. Beheizten Pool. Boah, ich will nicht die Stromrechnung sehen. Mit dem Pool. Ja, na gut, das ist so. Was fällt bei der Location normalerweise an Gebühr an? Reizt man da die $500 schon aus? Oder noch weniger? Nee, also da findet man sich auch so je nach Veranstaltung 200, so im 200-300er Bereich. Okay. Also eigentlich selten mehr als 400. Also 400 ist auch schon eher selten. Mhm. Ja gut, hier haben wir noch mehr als genug zu zahlen, wie ihr vorhin schon meintet. Kommt ja noch ein bisschen was dazu. Aber jetzt stelle ich mir das gerade vor, so mit 30, 40 Leuten, die verlaufen sich hier auch. Ja, das auf jeden Fall. Also, ist schon recht groß hier auf jeden Fall. Ziemlich groß. Ui, ui, ui. Jo. Telefoniert der immer noch. Ja. Ja, kannst du ja sonst noch mal den Rest angucken? Mhm. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal bei irgendeinem Event, dass dann auch noch Whitewater hier war mit den Jetskis und so. Ja. Also dann zusätzlich zum normalen Programm konnte man dann auch noch so ein bisschen Jetski fahren oder so. Ui. Bietet sich natürlich dann auch an. Auch ganz schön. Na, komm mal hier runter auf den Strand. Ja, natürlich, noch ein Springbrunnen. Man hat ja nicht schon genug Wasser. Genau, hier stehen sogar ein paar Jetskis, aber Whitewater bringt immer ihre eigenen mit. Ja. Weiß nicht, inwiefern diese hier genutzt werden, aber. Genau, hier so ein Volleyball-Ding ist auch da. Boah, ja, das ist ein Riesengelände. Kann man sich gut vorstellen zum Feiern. Aha. Ja. Eigentlich auch ganz schön. Ist es, ja. Wurde auch eine Zeit lang ziemlich oft genommen für Events. Ja, im Sommer ist es ja wahrscheinlich prädestiniert. Genau. Ich glaube, hier war auch schon mal ein Mitarbeiter fest vom Zivilamt. Ah, okay. Aber damals war das Finanzamt noch das Finanzamt. Da war ich noch nicht im Zivil. Quasi im Zivilamt zu Hause. Aber das Event habe ich, glaube ich, sogar abgenommen zusammen mit Lilly.
Ja, sonst auch eine super Bar hier mit wirklich allen drum und dran, mit einer Zapfanlage. Ja. Kein Kühlschrank drin, Quascheis. Ja. Alles, was man braucht. Definitiv. Wie Urlaub. Das ist ja schon fast wie Urlaub hier. Ja, wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer wäre, dann... Ja. 14 Grad. Oder in so einen beheizten Pool springen, ja, aber 14 Grad. Und dann rauskommen. Oh. Einfach nicht mehr rauskommen. Schan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 
Ja. Ich suche mir meine Toilette. Alles gut. So. Oh. Entschuldigung. Ja? Ist eingeschlafen? Nee. Also. Auch kein Sauerstoffmangel. Okay. Gut. So, dann können wir wieder los, ne? Ja. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar Worte verlieren willst. Ich habe gerade wieder 3 Anrufe bekommen. Mich dumm und dämlich gelabert, ich eher nicht. Okay. Für dein Interesse, Whitewater hat von der Petrol das okay bekommen. Ich habe mit denen nochmal eine Begehung gemacht für die Monster Truck Fahrerei da. Ja. Ich werde mich dann nochmal bei der obersten Richterin melden, wenn es dann fix ist. Die kriegen eine Dauergenehmigung, dass die praktisch mit einem 6x6 vorfahren. Jemand von Whitewater den Monster Truck zu dem Ort fährt. Das ist einmal die Pferderennbahn beim Casino. Mhm. Und einmal oben der Windpark, Windradpark. Ja, okay. Da werden die dann eine Dauergenehmigung bekommen, dass sie die Fahrzeuge zuführen können. Wenn ich dann passen da ums Eck. Müsst aufpassen hier. Ja, könnt vorbei, könnt laufen, es kommt an. Okay. Dementsprechend trage ich jetzt noch nichts ein, erst wenn von der obersten Richterin dann der Schrieb da ist. Okay, alles klar. Dann können die den endlich mal anbieten. Die haben seit 3 Monaten so einen scheiß Monster Truck rumstehen, kommen halt einfach nicht aus der Pelle. Oh. Ich muss auch noch gleich was eintragen. Schreibe ich mir eben auf, sonst vergesse ich das. Ich muss mal auf Toilette gehen. Oh, ich muss noch 3 Sachen eintragen. Ja, dann auf. Aber was ist denn da los? Ja, aber nicht jetzt. Fahr bitte zu. Sonst pinkel ich ins Handschuhfach. Du schreibst nicht unterwegs irgendwas. Hm? Du fährst nicht und schreibst. Nein, meinte ich das jetzt nicht. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich... Ach, Mann. Ich belastbar, ne?
Ach ja, jetzt weiß ich sie, ne? Sicher? Ja. Bist du wirklich sicher, dass genau das war, was du gerade im Kopf hattest und eigentlich schon zwischendurch vergessen hast? Ja. Wie nimmst du sie? Ich schon. Das ist ein Gegenverkehr, ne? Ach. Ich werde mit dir im Auto irgendwann noch sterben. Denk dran, ich bin inzwischen verheiratet. Meine Frau interessiert es nicht mehr. Die weiß, dass sie das ganze Geld in den Rest kriegt. Oh, da muss ich mal mit der Frau Garcia mal reden. Ich hoffe, der hängt mal gemeinsam einen Plan aus, dann kriege ich auch was davon ab. Du kriegst nichts davon ab, das kannst du vergessen. Für mich? Wie gehasste Ex bist. Na. Es gibt keinen neuen Besen, das kannst du vergessen. Keinen neuen Limbus? Nee. Es gibt einen neuen Limbo vielleicht, je nachdem, wie viel du bei der nächsten Beachparty trinkst, aber... Ich glaube, so schnell gibt es keine Beachpartys mehr. Nee, eher mit Schlitten vielleicht bald. Das wäre auch schön. Oder auf Cayo, eine kolumbianische. Was war denn das für eine hässliche Karre? Die war blau und rot-orange. War das Babyblau-orange? Ja. Ich komme so gerade vom Hersteller oder so. Ja, dann hat er den aber bestimmt nicht so gekauft. Ich kann ja umgehen lassen, wenn es sonst das Traumauto ist. Wobei mein Auto ja auch die... Soll ich nochmal stark bremsen? Oh. Oh. ich steig muss lieber aus. Auf Wiedersehen. Mann, Mann, Mann. Oh, sicher ein Heiler angekommen, nur durch Frau Stone. Mhm. Oh Gott, was ist mit mir los heute? Jetzt wollte ich schon Frank Stone sagen. Ja, ich habe schon immer gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Aber Respekt haben sie gut hingekriegt. Also, was in der modernen Medizin alles möglich ist. Hallo? Beachtend. Hallo? Das reicht jetzt. Frank Stein. Frankenstein. Ja, sag ich mal lieber. Hallo, wir sind auch wieder da. Hallo. Ich dachte, ihr seid verschollen gegangen. Wir waren jetzt echt lange weg, glaube ich. Ne? Echt lang. Ja, mindestens. Wir haben viel gesehen. Das ist doch schön. Die meiste Zeit haben wir nur darauf gewartet, dass Paco fertig ist mit Telefonieren. Klingt vertraut. Was war das jetzt? Eventbegehung, ja? Mhm. Genau, sowas. Ja, Startups haben wir auch nochmal kurz angeschnitten. Hat mein Telefon noch 4-5 Mal geklingelt, seins hat öfter geklingelt. Und ja, ich habe auch irgendjemand, habe ich zwischendurch auch auf die Finanz-Hotline gejagt. Was? Irgendjemand habe ich auf die Finanzamt-Hotline gejagt und habe gesagt, ruf da an. Ach so, ja. Oh. Lilly ist außer Dienst. Inzwischen Tammy macht gerade einen Führerschein. Mhm. Na, ich trage jetzt noch ein paar Sachen eben ein, die sich in meine Anrufe ergeben haben und dann mache ich auch Feierabend. Ich würde auch heute Feierabend machen. Ich wollte sagen, irgendwie haben wir es heute wieder nicht mit der Unternehmensfahrt geschafft, dann verschieben wir das auf morgen. Unternehmensfahrt? Ja, wir, wegen den ganzen Gewerben und Unternehmen uns die anschauen und nachfragen. Wann bist du denn morgen da? So, Amber? Ich bin normalerweise so immer ab 18 Uhr circa meistens bin ich da. Okay. Alles klar. Dann werden wir wahrscheinlich auch im Dienst sein. Ja, wahrscheinlich. Okay. Gehe ich mal von aus. Sind ja meistens da. Dann nehme ich mal aus meinem Telefon die Leitstelle raus. Eigentlich irgendjemand, maybe verraten, dass heute nicht Dienstag ist? Ja, haben wir. Okay. Ja, aufmerksam vor allem euch.
Ja. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Feierabend. Ja, wir sehen uns morgen. Sehr wahrscheinlich, ja. Bis dann, mach's gut. Bis dahin, tschüss. So, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Abend? Ist noch Bunnycore da? Dann könnte ich mir eventuell noch mal gucken, ob ich eine Tasche... Ja, aber ich habe keinen... Nee. Kann ich mir nicht leisten. Muss ich auf morgen verschieben. Heute wieder viel gelernt. Meine Güte, dass das Zivilamt so viel macht, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. So, Motor an. Angeschnallt. Außerdem will ich ja auch noch kochen üben heute. Aber super spannend gewesen.
So, da bin ich wieder. So. Ach ja. Garage noch auf. So. Auto rein. Da bin ich wieder, liebes Haus. So. Okay. In der Tasche ist nichts mehr. Oh, hoppala. Oi. Jetzt war ich gerade ausgerutscht. Ups. Was brauche ich denn? Moment, ich muss gerade gucken. Was brauche ich denn für Rührei? 2 Eier, 1 Olivenöl. Einmal Olivenöl. Dann will ich ja noch Omelett machen. Dafür brauche ich ein Bündel Schnittlauch. 1 Olivenöl. Alles einmal machen. Und einmal eine Hähnchenbrust anbraten. So. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Ah. Da-di-da-dum. Erstmal kochen. Das ist doch schön. Schön kochen. Lalalala. Ich hoffe, das schmeckt, das wird lecker schmecken. Yummy.
Okay. Dann kann das erstmal hier in den Kühlschrank. So. Die Forelle wird morgen schlecht sein, leider. So, die auch noch, die Hühnerbrust. Perfekt. Na gut. Habe ich jetzt hier noch irgendwas drin, was ich eventuell rausschmeißen könnte? Nee, dann bringe ich noch den Müll raus. Wenn das auch sowieso nur kleinere Mahlzeiten sind, dann ist das ja auch in Ordnung. So. Gut. Ich weiß nicht, ob man Olivenöl wirklich im Kühlschrank lagern sollte, aber egal. Ich einen Durst heute. Boah. Microphone muted. So, meine Lieben. Ja, das war's für heute auch. Fand den Tag heute sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Also, super, super gut. Eventplanung, ja, erst dröge, aber dann, als der Chef dann dazugekommen ist, mega gut. Also da konnte ich mir schon eher viel mehr darunter was vorstellen. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das Zivilamt so viel machen kann. Also, boah, ist echt nicht schlecht. Macht mir Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Amber muss jetzt auf jeden Fall ein paar Tage jetzt arbeiten gehen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ihr Konto ist ziemlich niedrig aufgrund der Steuern, der Miete und dem Leasing und so weiter. Dass ich gestern keinen Verdienst bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich gestern nicht im Dienst gewesen bin. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mir der Tag heute unglaublich Spaß gemacht. War super. Morgen sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Tschüss.